Ich weiß, dass noch einige Leute draußen stehen und fangen jetzt an zu sprechen, in der Hoffnung, dass das Signal draußen ankommt, dass es nun demnächst losgeht. Wird aber noch mal 2 Minuten warten und hoffen, dass sich der Pulk nach drinnen bewegt. Die Tür geht auf. So, die Lockrufe haben funktioniert und die Menge von draußen ist reingekommen. Und mit ein paar Minuten Verspätung freue ich mich nun sehr, Sie zur 3. Plenarveranstaltung mit dem Titel Die Mikrosoziologie des Umbruchs begrüßen zu dürfen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, zum einen, weil ich, glaube ich, ganz gerne Krakauer für den Ruhm des Faches in der Soziologie verbuchen würde, als Soziologin. Was natürlich nicht ganz richtig ist, aber um die Frage der Soziologie geht es natürlich später auch noch etwas stärker. Heute eher die Betonung auf die mikrologische Form des Umbruchs, also die mikrologische Form als Methode, in der Krakauer den Konstruktionsfehlern der Wirklichkeit auf den Spuren ist. Und zum anderen, weil ich mich ganz doll freue, dass wir Ferdinand Sutterlüthi und Inka Mülderbach für diese Veranstaltung gewinnen konnten. Ich freue mich sehr auf die Vorträge sowie die Anschlussdiskussion. Wie auch schon in den anderen Plenarveranstaltungen ist diese Veranstaltung als Doppelvortrag geplant. Das heißt, wir beginnen gleich mit dem Vortrag von Ferdinand Sutterlüthi und geben dann mit einer kurzen Vorstellung von Frau Mülderbach an ihren Vortrag weiter. Das digitale Publikum ist herzlich eingeladen, sich mit Fragen im Chat zu beteiligen. Die werden später in die Diskussion eingebracht. Und in diesem Sinne möchte ich dann auch nicht viel mehr sagen, sondern übergeben an Ferdinand Sutterlüthi, den ich kurz vorstellen möchte. Ich freue mich sehr, Ferdinand, dass du da bist. Ferdinand Sutterlüthi ist kein Unbekannter. Er ist zum einen Professor für Soziologie mit dem Schwerpunkt Familie und Jugendsoziologie an der Goethe-Universität hier in Frankfurt und war in verschiedenen Funktionen am Institut für Sozialforschung, zuletzt als kommissarischer Direktor und in dieser Funktion auch beteiligt an der Umsetzung der Krakauer Konferenz und hat dieses Vorhaben immer unterstützt, eigentlich schon fast Krakauer Konferenz jetzt mittlerweile in 3 Direktorenhänden, möchte man meinen. Zu seinen jüngsten Veröffentlichungen, das nur zum Schluss, zählen unter anderem die Destruktivität und Regression im Rechtspopulismus, der Schwerpunkt herausgegeben gemeinsam mit Vera King, der Leiterin des Sigmund Freud Instituts hier in Frankfurt, in der Westend-Ausgabe Neue Zeitschrift für Sozialforschung, das ist die Ausgabe 1, 2021, und demnächst erscheint von ihm, herausgegeben mit mir zusammen, der Sammelband zum verdeckten Widerstand in demokratischen Gesellschaften in der Schriftenreihe des Instituts für Sozialforschung. Und damit, Ferdinand, gebe ich an dich ab und freue mich sehr auf deinen Vortrag, der unter dem Titel läuft, Auf der Suche nach den Konstruktionsfehlern der Wirklichkeit. Danke für die freundliche Vorstellung, Almut.
freue mich sehr, hier sprechen zu dürfen, obwohl ich kein Krakauer Spezialist bin, sondern ein soziologischer Krakauer Leser. Und ich glaube, so sollten Sie auch meinen Vortrag interpretieren. Und bevor ich gleich beginne, möchte ich Ihnen meine Folie nicht vorenthalten, die man hier sieht. Es ist auch meine einzige Folie, ziemlich minimalistisch, enthält die Gliederung meines Vortrags. Der Titel lautet Auf der Suche nach den Konstruktionsfehlern der Wirklichkeit. Dieser Vortragstitel geht zurück auf einen Feuilleton-Artikel von Siegfried Krakauer und könnte als eine Art Motto gelten, unter das man Krakauers Mikrosoziologie des Umbruchs stellen kann. In dieser Rezension, oder in diesem Feuilleton-Artikel, der eine Rezension darstellt, spricht Krakauer von einer Literatur, die sich darauf beschränkt, die Realität zu beschreiben, statt ihren Konstruktionsfehlern auf die Spur zu kommen. Der darin zum Ausdruck gebrachte Anspruch, die Wirklichkeit nicht nur dokumentarisch festzuhalten, sondern sie in ihren oft widersprüchlichen und verborgenen Wirkzusammenhängen und Entwicklungstendenzen kritisch zu dechiffrieren, kennzeichnet meines Erachtens auch die Absicht der soziologischen Arbeiten Krakauers, wobei man bei ihm einen ziemlich weiten Begriff von Soziologie braucht, um das, was er gemacht hat, überhaupt als Soziologie klassifizieren. In meinem Vortrag interessiert mich mehr, wie Krakauer den Konstruktionsfehlern der Wirklichkeit auf die Spur kommen wollte, als die Frage, was Krakauer an den von ihm untersuchten Wirklichkeiten als kritikwürdig ausgewiesen hat. Es geht mir in erster Linie um seine Arbeitsweise, sein methodisches Handwerkszeug und die Darstellungsmittel, die Krakauer in seinen soziologischen Arbeiten eingesetzt hat. Ganz offenkundig hat ja Krakauer in diesen Arbeiten keine eigene Forschungsmethode im formalen Sinne entwickelt. Es geht mir auch darum, wie er tatsächlich soziologisch gearbeitet hat, insbesondere in seiner Angestelltenstudie und in zeitlich und thematisch angrenzenden Texten. Im Kern verwendet Krakauer, wie ich gleich ausführen möchte, eine vielschichtige Methode des Vergleichs. Die Art der sozialen und Gesellschaftskritik, auf die seine vergleichenden Analysen hinauslaufen, möchte ich dann als eine performative Kritik kennzeichnen. Bevor ich darauf eingehe, scheint es mir notwendig zu sein, Krakauers Soziologie näher zu kennzeichnen. Gerade auch, um in den Blick zu bekommen, wie seine Mikrosoziologie des Umbruchs aussieht. Und damit komme ich zum ersten Punkt, Krakauer als Vertreter einer lyrischen Soziologie. In seinem 2007 publizierten Aufsatz unterscheidet Andrew Abbott zwischen einer narrativen und einer lyrischen Soziologie. Dieser Aufsatz mit dem Titel Against Narrative, A Preface to Lyrical Sociology ist meines Erachtens überaus hilfreich, um Krakauers soziologische Arbeiten zu qualifizieren. Abbott erwähnt Krakauer mit keiner einzigen Silbe, aber ich denke, Krakauer ist ein Paradebeispiel dessen, was Abbott als lyrische Soziologie beschreibt. Abbott. Worin nun bestehen die Unterschiede zwischen einer narrativen und einer lyrischen Soziologie? Wie unschwer zu erraten ist, ist die narrative Soziologie die dominante Form, der gegenüber Abbott eine lyrische Soziologie in ihr Recht setzen möchte. Narrative Soziologie, so Abbott, erzählt eine Geschichte und hat einen explikativen Zugang zum sozialen Leben. Sie will etwas erklären. Nicht nur Teile der qualitativen, sondern gerade auch die quantitative Soziologie folgen Abbott zufolge dem narrativen Paradigma. Sie erzählen explanatorische Geschichten über die Zusammenhänge zwischen abhängigen, intervenierenden und unabhängigen Variablen. Den Gegenpol zur narrativen Soziologie bildet demnach nicht die Kausalanalyse, sondern die lyrische Soziologie. Die lyrische Soziologie, wie Abbott sie fasst, erzählt keine Geschichte, schon gar keine teleologische Geschichte. Sie gibt auch keine kausalen Erklärungen zwischen klar definierten Größen oder reifizierten Konstrukten wie Bürokratie oder Einstellungen der Südstaatlerinnen. Das sind jetzt Abbotts Beispiele.
Die lyrische Soziologie benutzt Metaphern und Analogien. Es geht hier ebenso sehr um eine Betrachtungsweise als um die Darstellung einer Sache. Sie adressiert die Rezipientinnen in direkter Weise und versucht, durchaus affektive Effekte bei ihnen hervorzurufen. Die Erfahrung einer sozialen Entdeckung soll an sie vermittelt werden. Die Grundoperation der lyrischen Soziologie ist nicht eine Wenn-Dann-Geschichte oder ein kausales Vorher-Nachher-Narrativ, sondern eher das epische Gleichnis, die vergleichende Überblendung, die verfremdende Metapher. Gewöhnliche Vorkommnisse und Situationen werden dadurch in ein besonderes Licht gerückt und in bisher nicht gekannten Aspekten sichtbar. Die lyrische Soziologie unterscheidet sich von einer Narrativen nicht nur darin, dass sie erfahrungsnäher, konkreter und figurativer ist, sondern auch in ihrer Zeitlichkeit. Die lyrische Soziologie, so Albert, verweist auf etwas, das ist, auf einen Zustand, eine Situation, einen Moment. Die narrative Soziologie handelt dagegen von etwas, das geschehen ist oder auf etwas, das geworden ist. Also es handelt von einem Ereignis, einem Verlauf, einer Entwicklung. Die lyrische Soziologie bevorzugt daher das Präsens, während die narrative Soziologie vornehmlich Vergangenheitsformen benutzt. Das Wissen um die Determiniertheit des Gegenwärtigen wird in der lyrischen Soziologie ausgeblendet oder vielmehr bewusst suspendiert oder zumindest zeitweilig suspendiert. Was im individuellen Fall zu beobachten ist, wird nicht gleich auf von außen wirkende gesellschaftliche Kräfte zurückgeführt, sondern vielmehr aus sich selbst heraus zu untersuchen und zu verstehen versucht. Dazu schreibt Abbott, ich zitiere jetzt in meiner Übersetzung, die lyrische Soziologie tendiert dazu, aus einer gezielten Reaktion auf die Pathologien der anderen, also narrativen Soziologie, hervorzugehen. Sie hat aber natürlich auch ihre eigenen Pathologien. Im besten Falle vermittelt sie jedoch ein weit wirkungsvolleres Empfinden der vergehenden Zeit als der unvermeidliche Trott der narrativen Analyse. In der Lyrik hören wir das Flüstern des Möglichen und den Seufzer des Vergehens. Zitat Ende. Wenn man diese Beschreibung auf Siegfried Krakauer anwendet, rückt man ihn vom Denken anderer Autoren der kritischen Theorie ab, denen es darum ging, in den individuellen Erscheinungen das Wirken einer gesellschaftlichen Totalität wiederzuerkennen oder Langzeitnarrative wie etwa die Dialektik der Aufklärung zu entwickeln. Der von Andrew Abbott als lyrisch klassifizierte Forschungs- und Schreibstil erinnert vielmehr an die Arbeiten der Chicago School of Sociology als an die Arbeiten Adornos, aus meiner Sicht jedenfalls. Obwohl auch dessen, also Adornos, soziologisch-empirische Texte lyrische Elemente aufweisen. Damit möchte ich nicht sagen, Krakauer wäre kein herausragender Vertreter der kritischen Theorie, sondern eher, dass ein gehöriger Schuss Chicago School bzw. mehr Krakauer der kritischen Theorie ganz gut tun könnten. Der präsentische, metaphorisch dichte und die Leserin emotional ansprechende Duktus zeigt sich gleich zu Beginn in Krakauers Angestelltenstudie, die bekanntermaßen zuerst als 12-jährige Serie in der Frankfurter Zeitung erschienen ist, 1929 und dann 1930 als Buch. Im ersten Abschnitt, der mit unbekanntes Gebiet überschrieben ist, heißt es, ich zitiere jetzt, das ist eine relativ bekannte Passage, Hunderttausende von Angestellten bevölkern täglich die Straßen Berlins und doch ist ihr Leben unbekannter als das der primitiven Völkerstämme, deren Sitten die Angestellten in den Filmen bewundern. Die Funktionäre der Angestelltenverbände blicken, wie es nicht anders sein kann, nur selten über das Detail hinaus und die Konstruktion der Gesellschaft. Die Unternehmer sind im Allgemeinen keine unvoreingenommenen Zeugen. Die Intellektuellen sind entweder selbst Angestellte oder sind frei. Und dann ist ihnen der Angestellte seiner Alltäglichkeit wegen gewöhnlich uninteressant. Hinter der Exotik des Alltags kommen auch die radikalen Intellektuellen nicht leicht. Und die Angestellten selber, sie am allerwenigsten, haben das Bewusstsein ihrer Situation. Im Anschluss an diesen Passus lässt Krakauer einige quantitative Informationen zu Angestellten in Deutschland und ihren gewerkschaftlichen Organisationsgrad folgen, um dann zu schreiben, ich zitiere jetzt wieder,
Das sind ein paar Tatsachen. Sie umreißen notdürftig das Gebiet, in das diese kleine Expedition gehen soll, die vielleicht abenteuerlicher als eine Filmreise nach Afrika ist. Denn indem sie die Angestellten aufsucht, führt sie zugleich ins Innere der modernen Großstadt. Zitat Ende. Buchanfänger aus der Chicago School sind ihnen im Duktus jedenfalls verblüffend ähnlich. Ich denke da etwa an The Hobo von Nels Anderson, The Gold Coast and the Slum von Harvey Sorbow oder The Street Corner Society von William Foote White. Ich möchte Ihnen hier den Anfang von Frederick Threshers 1927 publizierten Studie The Gang vorlesen, wiederum in meiner Übersetzung. Ich zitiere jetzt: Das charakteristische Habitat der zahlreichen Gangs in Chicago ist die breite Zwielichtzone von Eisenbahnen und Fabriken, von verwaltenden Vierteln und wechselnden Bevölkerungen, die im Norden, Westen und Süden an das zentrale Geschäftsviertel der Stadt grenzt. Die Gangs leben im Schatten des Slums. Doch so trostlos und abstoßend ihre äußere Umgebung auf den flüchtigen Beobachter wirken mag, so lebendig und faszinierend ist ihr Leben für Eingeweihte. Sie leben in einer ganz eigenen Welt, weit entfernt von der eintönigen Existenz des Durchschnittsbürgers bzw. der Durchschnittsbürgerin. In solchen Gegenden, wie die Gang sie bewohnt, finden wir viel von der Romantik und den Geheimnissen einer Großstadt. Hier gibt es Komödie und Tragödie. Hier gibt es Melodramen. Die immer wiederkehrenden Thriller in den Theatern der Stadt werden davon übertroffen. Hier gibt es ungeschminkte Emotionen. Hier gibt es auch eine urtümliche Demokratie, die alle konventionellen sozialen und rassischen Unterscheidungen durchbricht. Die Gang, kurz gesagt, ist Leben, oft rau und ungezähmt, aber reich an elementaren sozialen Prozessen, die für die Erforscherin von Gesellschaft und der menschlichen Natur von Bedeutung sind. Zitat Ende, war jetzt ein bisschen länger. Thresher schildert dann in seinem klassischen Buch eine Vielzahl von Szenen, die zusammen ein Mosaik abgeben. Ein Mosaik, das, wie Krakauer über seine Angestelltenstudie schreibt, aus den einzelnen Beobachtungen aufgrund der Erkenntnis ihres Gehalts zusammengestiftet wird. Die Reportage fotografiert das Leben, ein solches Mosaik wäre ein Bild. Es ist aus meiner Sicht sehr aufschlussreich, dass Krakauer hier von einem Bild spricht, nicht von Erklärungen oder von einer Geschichte des sozialen Wandels. Er zeichnet, er evoziert, er konstruiert ein Bild des Umbruchs. Eine Montage von Momentaufnahmen des Neuen, wie es auch der Untertitel der Angestelltenstudie suggeriert, die da lautet: Aus dem neuen Deutschland. Krakauer liefert also keine Theorie, auch keine Prozessanalyse sozialen Wandels, wie das eine narrative Soziologie machen würde. Der Umbruch selbst, verschiedene Momentaufnahmen des Umbruchs, erscheinen in seinem Bild der Angestelltenkultur, kaum jedoch der damit verbundene Wandlungsprozess. Der Titel dieser Veranstaltung Mikrosoziologie des Umbruchs ist also insofern gut gewählt, als Krakauer den Umbruch weniger den sozialen Wandel in den Blick nimmt. Er ist eben in lyrischer Soziologie und so, zumindest meine Auffassung, dort am besten, wo er bei seinem lyrischen Instrumentarium bleibt. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, nämlich zu den Methoden des Vergleichs und zur performativen Kritik bei Krakauer. Wie bereits zu Beginn angedeutet, sind es verschiedene Formen und Operationen des Vergleichens, mit denen Krakauer die Konstruktionsfehler der Wirklichkeit aufweisen will. Eine Wirklichkeit, die von materiellen und symbolischen Klassenkämpfen ebenso geprägt ist, wie vom Zerfall sinngebender Gewissheiten und Zugehörigkeiten. Ich möchte nun zwei Varianten oder Ebenen von Krakauers vergleichender Methode unterscheiden. Der erste Punkt ist der Situations- oder Gegenstandsimmanente Vergleich. Diese Begriffe sind vielleicht nicht besonders hübsch, aber ich hoffe, sie tun ihren Dienst, um anzuzeigen, worum es dabei geht. Man könnte diesen Vergleichstyp auch als Vergleich erster Ordnung beschreiben. Was ich damit meine ist, Krakauer begibt sich in die Situation der Personen oder Gruppen, über die er schreibt, und vergleicht das, was sie sehen, hören und erfahren, mit ihrer situativ sichtbaren sozialen Lage.
Tendenziell verschmelzen dabei Subjekt und Objekt, die Teilnehmer- und die Beobachterinnenperspektive. Oder vielleicht besser gesagt, Krakauer erzeugt einen ganz eigenartigen Schwebezustand zwischen Teilnehmerinnen- und Beobachterperspektive. Jedenfalls sind die entsprechenden situationsimmanenten Vergleiche nicht überall gleich ergiebig, sondern sie bedürfen eines besonderen Gespürs für Orte, an denen man besonders viel erfährt, wenn man mit den Augen und Ohren bestimmter Bevölkerungsgruppen sieht und hört. Und Krakauer beweist immer wieder ein sehr feines Sensorium für Lokalitäten und Situationen, die soziologisch besonders viel enthüllen können. Wie effektvoll der gegenstandsimmanente Vergleich an geeignetem Orte sein kann, möchte ich an seinem Beitrag über sogenannte Arbeitsnachweise zeigen. Dieser Text über Arbeitsnachweise ist 1930 in der Frankfurter Zeitung veröffentlicht worden. Als Arbeitsnachweise wurden zu der Zeit Arbeitsvermittlungseinrichtungen bezeichnet. In diesem Wort Arbeitsnachweis steckt noch die ältere Bedeutung von Nachweisen im Sinne von Anzeigen, wo etwas zu finden ist oder anzeigen, dass oder wo etwas vorhanden ist. Diese Arbeitsnachweise, sprich Arbeitsämter, wurden in den späten Jahren der Weimarer Republik meist von der öffentlichen Hand betrieben. So viel nur zur Information. Krakauer hat nun solche Arbeitsnachweise in Berlin besucht. In seinem Text beschreibt er dann einfach die räumlichen Gegebenheiten dieser Arbeitsnachweise. Zur Charakterisierung dieser Orte spricht Krakauer von einer Hinterfront des gegenwärtigen Produktionsprozesses, der Arbeitslose als Abfallprodukte ausscheidet, denen eine Rumpelkammer als ihr Raum angewiesen wird. Von einem Hinterhaus, in dessen letztem Winkel sich ein Arbeitsnachweis befindet, richtet sich der Fensterblick auf die Vorderhäuser. Diese Vorderhäuser, die vom Produktions- und Verteilungsprozess ausgefüllt sind, verdecken den ganzen Horizont des Arbeitslosen, bemerkt Krakauer. Alles im Arbeitsnachweis ist wie eine Passage eingerichtet, die allerdings wegen der vielen Arbeitslosen verstopft sei, so Krakauer. In dieser Passage, die von der Gesellschaft notgedrungen dem Freigesetzten eingeräumt worden ist, verbringen die Arbeitslosen sehr viel Zeit, oft über Monate und Jahre hinweg, wie Krakauer es beschreibt, obwohl man sich dort eigentlich schwerlich länger aufhalten kann. Die Erwerbslosen, schreibt er, befassen sich im Arbeitsnachweis damit zu warten, da im Verhältnis zu ihrer Zahl die der Stellen augenblicklich vernachlässigt werden darf, wird das Warten beinahe zum Selbstzweck. In diesem Wartezustand, heißt es dann weiter, sei die Armut immerwährend ihrem eigenen Anblick ausgesetzt. Und jetzt kommt der Clou, finde ich. In diesem Kontext zitiert Krakauer eine Mahnung auf einem Aushang im Metallarbeiternachweis. Sie lautet: Arbeitslose hütet und schützt allgemeines Eigentum. Dann schildert Krakauer einfach nur, was er in diesem Arbeitsnachweis erblickt. Ich zitiere jetzt: Das Mobiliar im Versammlungsraum besteht aus Tischen und Bänken, solider, rechtwinkliger Ware, die einen derben Puff schon verträgt. Unter die Rubrik allgemeines Eigentum fällt sonst nur noch der Wandverputz, dem in der Tat die dauernde Berührung mit den Massen der Erwerbslosen nicht gut bekommen zu sein scheint. Warum, fragt dann Krakauer, müsste man hier die Heiligkeit des Eigentums mit einer solchen Ungeniertheit predigen? Vermutlich, so Krakauers Antwort, gäbe es dahinter keine Absicht. Aber es wäre eben, wie er schreibt, das Genie der Sprache, dass sie Aufträge erfüllt, die ihr nie erteilt worden sind, und Bastionen im Unbewussten errichtet. Zwischen diesen und vielen anderen Zeilen steht: Der besagte Aushang und das ganze räumliche Arrangement der Arbeitsnachweise haben den Effekt, die Arbeitslosen unnötigerweise auch noch zu demütigen. Krakauer sagt es aber nicht ausdrücklich. Stattdessen legt er seinen Leserinnen ein Suchbild vor. Was stimmt nicht an diesem Bild? Suche die Fehler, scheint er sagen zu wollen. Suche die Fehler, indem du die Details in den Arbeitsnachweisen mit der Situation der Arbeitssuchenden vergleichst.
Viele solche Vergleiche werden in Krakauers Text angeboten. Zum Beispiel zwischen der trostlosen Unwirtlichkeit des Ortes und der Verweildauer der wartenden Arbeitslosen an diesem Ort. Zwischen den aufgestellten Schildern und der Lage der Erwerbslosen, die auf die absurdeste Weise etwa an die Eigentumsordnung erinnert werden, obwohl sie eigentlich wenig Grund haben, diese zu achten. Zwischen einer materiellen und symbolischen Kultur, in der gesellschaftliche Anerkennung ganz auf Arbeit ausgerichtet ist und dem Umstand, dass es Arbeit längst nicht für alle gibt und so weiter und so fort. Wenn man den situationsinternen Vergleichen in Krakauers Suchbild nachgeht, verurteilt sich die gezeigte Wirklichkeit gewissermaßen selbst. Das scheint sein Darstellungsprinzip zu sein. Krakauer zeigt die Konstruktionsfehler dieser Wirklichkeit. Er erzeugt Bilder, in denen diese Fehler manchmal förmlich zu greifen, manchmal auf subtile Weise in Formulierungen enthalten sind. Das ist mitunter viel wirkungsvoller, als der Leserin dem Leser zu sagen, was er oder sie denken oder kritisieren soll. Was Krakauer in seinem Arbeitsnachweistext vorführt, ist die gesellschaftlich weitgehend unbewusste Produktion sozialen Leids, das den Beteiligten wie eine Naturgegebenheit erscheint. Mit den sichtbar gemachten Konstruktionsfehlern zielt Krakauer auf eine performative Kritik. Damit meine ich, er kritisiert die Situation, in die Arbeitslose gebracht werden, nicht im Namen einer externen Norm, die er an sein Material heranträgt. Er übt also keine externe Kritik. Er übt aber auch keine rekonstruktive Kritik in dem Sinne, dass er bereichsspezifisch institutionalisierte Normen oder Prinzipien oder normative Prinzipien rekonstruiert, an denen gemessen dann die beschriebene Wirklichkeit zu kritisieren ist. Krakauers Sozial- und Gesellschaftskritik ist performativ. Er führt die Wirklichkeit vor, im doppelten Sinne von zeigen und bloßstellen, sodass sie sich eben, wie ich schon einmal gesagt habe, selbst verurteilt. Hier könnte man, denke ich, mit Krakauer ansetzen, wenn man sich mit der Frage beschäftigen wollte, ob und vor allem wie eine kritische Theorie durch eine kritische Empirie bereichert werden könnte. Und damit komme ich jetzt zum zweiten Vergleichstyp, nämlich zum situations- oder gegenstandsübergreifenden Vergleich. Dieser Vergleichstyp, den man auch den Vergleich zweiter Ordnung nennen könnte, ist gewiss ein Markenzeichen der soziologischen Arbeit Krakauers. Er operiert nämlich viel mit Überblendungen. Das heißt, er benutzt Beobachtungen und Analysen aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Handlungssphären, um sie dann vergleichend übereinander zu legen. Mit solchen Überblendungen erzeugt Krakauer häufig einen Überraschungseffekt, oft auch einen Verfremdungseffekt, weil weit auseinanderliegendes und Disparates plötzlich als ähnlich oder aufeinander verweisend erscheint. In einzelnen krakauerischen Begriffsbildungen kristallisieren sich solche Überblendungen. Das vielleicht berühmteste Beispiel dafür sind die Pläsierkasernen, also die Vergnügungslokale der Angestelltenheere, in denen das Arbeitsregime der Angestellten seine Entsprechung findet. Damit ist auch schon das Thema benannt, an dem ich den situations- oder gegenstandsübergreifenden Vergleich bei Krakauer beispielhaft erläutern möchte. Es ist das Thema der Rationalisierung, das weite Teile der Angestelltenstudie durchzieht. Damit meine ich nicht etwa Rationalisierung im Sinne kommunikativer Vernunft, sondern Rationalisierung im Sinne ökonomischer Effizienzsteigerung. Dieses Dispositiv der Rationalisierung, wie ich es nennen möchte, und dessen Vordringen in immer mehr Lebensbereiche verfolgt Krakauer auf mindestens drei Ebenen. Zunächst geht er in den Betrieb und beobachtet Rationalisierungspraktiken bis in die körperbezogenen, teilweise quasi militärischen Praktiken hinein. Diese Praktiken sieht er zweitens wiederkehren in den Produkten der Kultur- und Freizeitindustrie und drittens schließlich in den privaten Kommunikations- und Handlungsmustern der Angestellten. Auf diesen drei Ebenen erzeugt Krakauer wiederum lyrische Szenen im Sinne von Andrew Abbott. Diese häufig ephemeren Szenen oder lyrischen Bilder setzt er dann vergleichend so zusammen, dass sie sich ineinander spiegeln oder vervollständigen
bzw. wechselseitig erhellen. Nun, die Rationalisierungspraktiken im Betrieb schildert Krakauer in der Angestelltenstudie unter anderem in einem Abschnitt, der mit kurze Lüftungspause überschrieben ist. Er zählt dort viele Details auf, die zeigen, wie minutiös die Abläufe in der modernen Fabrik aufeinander abgestimmt sind und wie rationell gerade auch die Arbeit in den Angestelltenbüros abläuft, in denen vor allem junge Frauen an Lochkarten, Loch- und Schreibmaschinen arbeiten. Ein Bürovorsteher, schreibt Krakauer, habe ihm erklärt, ich zitiere jetzt, die Mädchen lochen nur 6 Stunden und sind während der übrigen 2 Stunden als Konturistinnen beschäftigt. Aus hygienischen Gründen schalten wir überdies von Zeit zu Zeit kurze Lüftungspausen ein. Der Hintergrund für die Schonung der Beschäftigten wird aber bald daraufhin deutlich. Jetzt wieder Krakauer, verlangt wird von ihnen, also den Beschäftigten, eines: Aufmerksamkeit. Sie, also die Aufmerksamkeit, kann nicht frei schalten, sondern untersteht der Kontrolle des Apparats, den sie kontrolliert, und muss im Verein mit dem Geräusch in den Maschinensälen die Nerven umso mehr beanspruchen, je weniger der Gegenstand lockt, dem sie zu gelten hat. So, dann berichtet Krakauer von einem Industriewerk, das junge Frauen vom Lyzeum weg engagiert, um sie an der Schreibmaschine durch einen eigenen Lehrer auszubilden. Der schlaue Lehrer, so Krakauer, kurbelt ein Grammophon an, nach dessen Klängen die Schülerinnen tippen müssen. Wenn lustige Militärmärsche ertönen, marschiert sich's noch einmal so leicht. Allmählich wird die Umlaufgeschwindigkeit der Platte erhöht und ohne dass es die Mädchen recht merken, klappern sie immer rascher. Sie werden in den Ausbildungsjahren zu Schnellschreiberinnen. Die Musik hat das billig entlohnte Wunder bewirkt. Krakauer beschreibt in solchen Passagen, wie die gelehrigen Körper und die mentale Leistungsfähigkeit der Schreiberinnen rationell hervorgebracht werden. Auch durch den Einsatz von Kulturprodukten wie der Marschmusik aus dem Grammophon. Umgekehrt hat Krakauer in der Angestelltenstudie und in zahlreichen Feuilleton-Texten aufgezeigt, wie die Rationalisierung im Betrieb in die Produktion der Kultur- und Freizeitindustrie hineinreicht und dort wiederkehrt. Das zeigt Krakauer unter anderem an den bereits erwähnten Pläsierkasernen, also an dem Vergnügungsetablissement, in dem die geistig obdachlosen Angestellten nach Zerstreuung suchen. Einmal stellt der entsprechende Amüsierbetrieb bei Krakauer eine Wiederholung des Geschäftsbetriebes im verändertem Gewande dar. Etwa die Tiller Girls, die im Revue-Theater unerhörte Präzisionsarbeit leisten, wie Krakauer schreibt. Was sie zeigen, so Krakauer weiter, sei entzückender Tellurismus der Arme und Beine, mechanisierte Grazie, es sei ein Flirt mit der Stoppuhr. An anderen Stellen analysiert Krakauer den Amüsierbetrieb nicht im Sinne einer Wiederholung des rationalisierten Arbeitslebens, sondern als Kompensationsphänomen. Die Vergnügungsindustrie soll den eintönigen Büroalltag vergessen und erträglich machen, ihn außerdem in ein rechtfertigendes Licht tauchen. Die glanzvollen Veranstaltungen haben den Zweck, so Krakauer, die Angestellten an den der Oberschicht erwünschten Ort zu bannen und sie von kritischen Fragen abzulenken. Die Filmindustrie liefere Erzeugnisse, die das Bestehende rechtfertigen, indem sie seine Auswüchse, sowohl wie seine Fundamente, dem Blick entziehen. Es werden bei Krakauer, wie man hier sieht, immer vergleichende Schichten übereinander gelegt. Die durchrationalisierte Arbeitswelt und der verdoppelnde, kompensierende und rechtfertigende Glanz der ebenso rationalisierten Vergnügungswelten der Angestellten. Die dritte Vergleichsschicht, die sich auf das Eindringen rationalisierter Denk- und Handlungsmuster in die private Kommunikation bezieht, ist bei Krakauer etwas weniger entwickelt als die beiden zuerst genannten, aber dennoch vorhanden. So schildert Krakauer beispielsweise einen 21-jährigen kaufmännischen Angestellten, der in einer Angestelltenorganisation engagiert ist und eine Privatkorrespondenz mit einer jungen Frau aus der Provinz führt, die derselben Organisation angehört. Diese Korrespondenz wird von dem Angestellten, wie Krakauer schreibt, nach den Methoden geführt, die der Registraturabteilung eines Großbetriebs würdig wären. Der Angestellte ordnet die Schriftstücke nämlich akribischen Mappen, aber auch die wechselseitige Ansprache in den Briefen, aus denen Krakauer zitiert,
folgt kaufmännischen und formalen Prinzipien. Gerade auch, wenn die beiden im platonischen Fernverkehr, wie das Krakauer nennt, über die Frage des sexuellen Verhaltens sich austauschen. In diesen Briefen ist, wie Krakauer kommentiert, auch dem Gemüt die Zwangsjacke angelegt. Und das rührt seiner Darstellung zufolge eben daher, dass die Usancen des Angestelltenbüros auf die private Kommunikation übertragen werden. Ein weiteres Mal zeigt sich, wie Krakauer mit seiner Aufschichtung von Vergleichsebenen durch die Überblendung lyrischer Szenen in Abbots Sinne arbeitet. Die Konstruktionsfehler der Wirklichkeit zeigen sich, indem Krakauer von der Kultur- und Vergnügungsindustrie auf die Arbeitspraktiken im Betrieb und im Angestelltenbüro blickt und umgekehrt und von dort wiederum auf die Alltagskommunikation der Angestellten. Dabei entstehen viele Aha-Erlebnisse und ein dicht gewobenes Netz von Evidenzen, die ein Dispositiv der Rationalisierung sichtbar machen. Nämlich die Übertragung ökonomischer Logiken auf verschiedene Lebensbereiche, die dadurch letztlich entstellt und sinnentleert werden. Das macht Krakauer wiederum sichtbar, ohne es ausdrücklich zu sagen. Es ist mehr eine performative Vorführung einer kritikwürdigen und auch politisch gefährlichen Entwicklung. Die Vergleiche, auf denen diese Vorführung beruht, sind oft überraschend und erhellend, aber bisweilen auch gewagt, allzu suggestiv und unklar hinsichtlich ihres argumentativen Status. Manchmal hat man nämlich den Eindruck, dass Krakauer bloße Analogien so aussehen lassen möchte, als handelte es sich dabei um explikative oder kausale Zusammenhänge. Hier zeigen sich dann vielleicht doch die Pathologien der lyrischen Soziologie, von denen Abbott spricht, ohne zu sagen, was er damit eigentlich meint. Wenn man ernstlich wissen möchte, wie die übereinander gelagerten lyrischen Szenen miteinander zusammenhängen, braucht man wohl auch Elemente einer narrativen, auf Erklärungen ausgerichteten Soziologie. Wollte man die Früchte der lyrischen Soziologie in eine narrativ-explikative Soziologie hinüberretten, wäre es gewiss nötig, auch mit einer größeren methodischen Strenge vorzugehen, als das bei Krakauer der Fall gewesen ist. Und es wäre auch nötig, transparenter als Krakauer zu machen, wo eigentlich die Präsentation von Datenmaterial in die Interpretation übergeht. Das ist oft sehr fließend bei Krakauer. Für die Methodik einer kritischen Empirie, das heißt für eine performative Kritik mit und durch eine empirische Forschung, die vergleichend operiert, kann man aber von Krakauer gleichwohl immer noch sehr viel lernen und ich hoffe, dass meine kleine Übung Ihnen das plausibilisiert hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, lieber Ferdinand. Direkt überleiten und das Wort übergeben möchte ich nun an Inka Mülderbach. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Inka Mülderbach ist gemeinsam mit Ingrid Behlke Herausgeberin der neuen Werksausgabe von Krakauer und wir verdanken den beiden eine neue und breite Rezeption seines Werkes. Darüber könnte der Eindruck entstehen, dass sie für Krakauer spricht. Das tut sie natürlich nicht und trotzdem war sie ganz zentral oder der Austausch mit ihr ganz zentral in der Frage, wie Krakauer aus dem IFS heraus zu würdigen sein, der ja, wie Johannes von Moltke heute Morgen sagte, nicht mehr das Institut betreten wollte und dann doch nur durch die Vordertür, übrigens wie Jörg später aufgeklärt hat, ein Zitat aus dem Briefwechsel mit Charles Krautheimer. Inka Mülderbach ist emeritierte Professorin für neue deutsche Literatur und allgemeine Literaturwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und seit 2012 Permanent Visiting Professor an der Princeton University. Zu ihren Veröffentlichungen zählen unter anderem Entfremdungschancen, Realismus und Exil bei Krakauer und Auerbach sowie Siegfried Krakauers Grenzgänge. Das nur zwei, um nur zwei zu erwähnen, die Liste ist zahlreich und der Bezug zu Krakauer fast immer da. Ihr Vortrag hat den Titel Zerstreuung, Zersplitterung, Zertrümmerung, Mikrodimensionen und ihre Schreibweise in Siegfried Krakauers journalistischer Prosa. Ich gebe an Sie weiter. Ja, also vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, das geht so. Erstmal für die Einladung und die Organisation.
Das ist ja ein alter Plan. Ich glaube, 2013 waren wir schon mal dran und wir waren nur dran, weil ich möchte sagen, es ist fast mein Versagen. Beim Abschluss der Edition wollten wir eigentlich auch eine große Tagung machen. Die Mitarbeiter hätten das auch gerne gemacht, aber mir fehlte einfach die Kraft, weil ich auch, das vielleicht als kleine Korrektur, seitdem nicht mehr über Krakauer arbeite. Insofern ist es sozusagen ein Return to my past. Und ich könnte sagen, es ist auch eine fast umgekehrte Situation als bei Hense Terlizzi. Ich bin natürlich oder war zumindest Krakauer Spezialistin, bin es wahrscheinlich noch. Ich bin aber keine soziologische Krakauer Leserin, denn ich bin überhaupt keine Soziologin. Also insofern sozusagen bin ich jetzt fachfremd. Und ich bin gespannt, wie das sozusagen, wie wir da ins Gespräch kommen. Unter der Überschrift zertrümmerte Fensterscheiben, ich sollte auch noch eine Entschuldigung vorausschicken. Ich habe mich darauf eingestellt, dass der Vortrag 45 Minuten sein sollte. Jetzt ist er, glaube ich, 40. Also. Unter der Überschrift zertrümmerte Fensterscheiben berichtete Siegfried Krakauer am 16. Oktober 1930 im Feuilleton der Frankfurter Zeitung von dem Scherbenhaufen, den nationalsozialistische Ausschreitungen gegen jüdische Geschäfte in der Leipziger Straße in Berlin hinterlassen hatten. Einmal mehr trägt die Ich-Figur dieses Berichts die für Krakauer konstitutive Maske des Nicht-Dazugehörigen, des Fremden. Hier tritt der Fremde in der Persona des zu spät gekommenen auf, der das Frontereignis verpasst hat und nun als Nachhut und Friedensberichterstatter eine Nachlese hält, die dem konventionellen Verständnis journalistischer Tagesaktualität spottet. Scheinbar wahllos sammelt er auf, ein Schild, auf dem Vorsicht geschrieben steht, Bretter und Papierstreifen, die die Risse vernageln und zukleben, Aushänge, die verkünden, dass trotz der demolierten Schaufenster der Laden geöffnet sei, Glaser, die schon bei der Reparatur sind, damit es bald wieder aussieht, als sei gar nichts passiert. Er beobachtet die Schupo-Truppen, die die Straße besetzt halten und jeden Passanten, der sich ansammeln will, unverzüglich auseinanderjagen. Und er registriert die kleinen Ladenmädchen, die zu ihrer Zerstreuung von den höchsten Stockwerken auf die Polizisten herabblicken, die das Straßenpublikum zerstreuen. So entsteht aus dem Aufgelesenen nach und nach die Szene einer Öffentlichkeit, die kein Bild und kein Bewusstsein ihrer selbst hat. Sie gleicht darin den zertrümmerten Fensterscheiben, deren Bruchflächen nicht mehr spiegeln und deren Mitte ein kleines Loch gähnt. Die lautlose Implosion des Sozialen, die sich darin andeutet, wird nicht an den großen Steinen, sondern an den kleinen Scherben festgemacht, nicht an dem aufsehenerregenden Tumult, sondern an dessen unscheinbare Nachwirkungen. Insofern steht der kleine Text exemplarisch für Gegenstände, Einstellungen und Verfahren jenes Projekts, das in dem Titel dieses Panels Mikrosoziologie des Umbruchs heißt. Ausgehend von den zertrümmerten Fensterscheiben in der Leipziger Straße möchte ich dieses Projekt im Folgenden am Leitfaden der drei Begriffe kommentieren, die dieser Titel verschränken. Komme ich jetzt weiter in der Dings? Und das ist die kleine Gliederung. Was ist das Erkenntnisinteresse? Was sind die Gegenstände des Weimarer Soziologen Siegfried Krakauer? Ich betone Soziologen, weil es natürlich andere sozusagen Facetten seines Oeuvres gibt, die andere Interessen haben. Also jetzt des Weimarer Mikrosoziologen Krakauer. Bereits in Soziologie als Wissenschaft bemerkt Krakauer, dass man neben einzelnen Gruppenindividualitäten beliebige sonstige Wesenheiten aus dem Leben der vergesellschaften Menschen herausgreifen kann, um sie so wörtlich zur Operationsbasis für soziologische Streifzüge zu machen. Während solche beliebigen Wesenheiten im Kontext seiner frühen Wissenschafts- und Erkenntniskritik für die schlechte Unendlichkeit des soziologischen Stoffgebiets stehen, nutzt Krakauer nach seinem Eintritt in die Redaktion der Frankfurter Zeitung die Sparten des Feuilletons, um eine Vielfalt von Phänomenen, die von der wissenschaftlichen Soziologie nicht beachtet wurden, einer soziologischen Analyse zugänglich zu machen. Man hat ihn als Kultursoziologen, Alltagssoziologen, Raumsoziologen, Stadtsoziologen, Soziologen der Angestellten, Filmsoziologen, Literatursoziologen, Mediensoziologen bezeichnet. Aber es gibt eine Dimension, die sozusagen durch diese soziologischen Partialtriebe, könnte man vielleicht sagen, durchläuft.
sowie das Medium der Zeitung, die Operationsbasis von Krakauers soziologischen Streifzügen ist, führen diese fast ausnahmslos in die städtische und großstädtische Öffentlichkeit. Diese steht im Zentrum seiner Soziologie und übergreift die speziellen Felder, die man differenzieren kann. Die Sphäre der urbanen Öffentlichkeit auszumessen, ihre Umbrüche zu erfassen und ihr publizistisch zur Sichtbarkeit zu verhelfen, das scheint mir in der Weimarer Zeit einer der übergreifenden Impulse des Soziologen Krakauer zu sein. In dem Feuilleton Zertrümmerte Fensterscheiben wird diese Sphäre unter verschiedenen Aspekten beleuchtet, also die Sphäre der Öffentlichkeit. Der Schauplatz des Geschehens ist der öffentliche Raum urbanen Verkehrs. Kontrolliert wird dieser Raum von der öffentlichen Ordnungsmacht der Polizei, die den Schauplatz besetzt hält. Sie zerstreut das öffentliche Straßenpublikum, das sich ansammeln will, und trägt damit ihrerseits zur Zerstreuung der kleinen Ladenmädchen bei, die als Zuschauerin in den oberen Stockwerken der Geschäfte postiert sind und auf die Scherben die Polizei und das Straßenpublikum herabsehen. Die Beschreibung dieser öffentlichen Gemengelage ist von einer Reihe von Selbstzitaten durchsetzt. Dazu zählen nicht nur der Zentralbegriff der Zerstreuung und die kleinen Ladenmädchen, die sich hier eine Art von Straßenkino geschaffen haben, sondern auch das Passagiere, also die Passanten und es ist passiert, und die Konstellation von Publikum und Polizei. Auch sie macht Krakauer noch unter kulturkritischen Voraussetzungen seiner frühen Zeitdiagnostik schon in seiner Studie über die Detektivroman aufmerksam, wo das moderne Publikum die massenkulturelle, ich zitiere, Öffentlichkeit in Straßen, Hotels und Sälen als Bezirk polizeilicher, auf das bloß legale gerichtete Anstalten eingegrenzt und der religiösen Gemeinde entgegengesetzt wird. Dass Krakauer einen gewissen Vorlauf brauchte, um zu erkennen und öffentlich anzuerkennen, dass es auch in modernen Gesellschaften ein, ich zitiere, gemeines öffentliches Leben gibt, dass dieses aber jenseits von Gemeinden und Gemeinschaften eben im Öffentlichen und Profanen abspielt, in der Wirklichkeit der sichtbaren Äußerlichkeit, in den anonymen großstädtischen Milieus und Räumen der Massenkultur, ist bekannt. Was ihm den Weg in diese Räume bahnt, ist zunächst eine Verschränkung von Makroerzählung und mikrologischer Aufmerksamkeit. Einerseits orientiert sich Krakauer Mitte der 20er Jahre an einer eschatologischen Denkfigur revolutionierender Negativität, wie er das nennt, und fundiert seine Analysen in einem geschichtsphilosophischen Grand Récit, nachdem der Prozess der Entzauberung, das haben wir gestern gehört, im Zeitalter des Hochkapitalismus und seiner abstrakten Rationalität, die die von ihr hervorgebrachte sozioökonomischen Verhältnisse als naturwüchsig mythologisiert, in seine historisch entscheidende Phase getreten ist. Das also die makronarrative Dimension. Andererseits sind es mikrologische Phänomene der sogenannten Oberfläche, an denen er die geschichtsphilosophische Signatur seiner Zeit abliest. So vieldeutig die Metapher der Oberfläche, so heterogen sind die Phänomene, die Krakauer ihr zurechnet, und so unterschiedlich die Verfahren ihrer Erschließung. Das Spektrum reicht von den populären Angeboten der Massenkultur, die ohne die Prätension auf Seelenzeiten und Bedeutungstiefen auskommen, bis zu den unscheinbaren Oberflächenäußerungen, die Krakauer wiederum unterschiedlich modelliert und erschließt. Als Indizien krimineller Begebenheiten, als Symptome von Verwerfungen und Konstruktionsfehlern der Gesellschaft, als unbeachtete Regungen, die aufgrund ihrer Unbewusstheit einen unmittelbaren Zugang zu dem Grundgehalt des Bestehenden gewähren, als Raumbilder, die sich als Träume der Gesellschaft ohne die störende Dazwischenkunft des Bewusstseins konstellieren, als Hieroglyphen, die nach Entzifferung verlangen. Gemeinsam ist diesen verschiedenen Manifestationen der Oberfläche und den verschiedenen Verfahren ihrer Erschließung, dass es sich um öffentliche und äußerliche Phänomene handelt, die so geringfügig, marginal oder vermeintlich unbedeutend sind, dass sie übersehen oder entwertet werden. Obwohl sich das Massenpublikum, das sich im Zeichen der populären Oberflächenangebote der Kulturindustrie formt, grundlegend von der aufgeklärten Kommunikationsgemeinschaft resonierender Bürger unterscheidet, knüpft Krakauer in seinen Analysen in mehrfacher Hinsicht an traditionelle Modelle der Aufklärung an. Zum einen denkt er Öffentlichkeit zunächst primär als Publikum im engeren Sinne des Wortes.
In seiner Verwendung dieses Ausdrucks schwingen lateinische Wortbedeutungen als Allgemeinheit und Volk der Republik natürlich immer mit, denn Krakauers Soziologie ist immer auch eine politische. Also ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Doch erkundet er das Publikum zunächst vor allem anhand von Phänomenen, bei denen es Zuschauer, Leser, Kunde und Konsument ist. Populärliteratur und Illustrierte, Fotografie und Film, Kabarett, Revue und Varieté, Tourismus und Tanz. Zum anderen, eine weitere Anschließung, glaube ich, an Aufklärung, ist die Öffentlichkeit nicht nur Objekt, sondern auch Medium und Adressat seiner Analysen. Krakauer schreibt nicht nur über die Öffentlichkeit, er steht auch in ihr und wendet sich an sie, er veröffentlicht in der Frankfurter Zeitung und für ein Publikum von Zeitungslesern. Nun war die Frankfurter Zeitung kein populäres Massenblatt, sondern ein elitäres Organ mit einer schmalen Auflage, dessen Leserschaft sich aus den, wie Krakauer es nennt, sogenannten Bildungsschichten rekrutierte. Doch lässt Krakauer diese Leserschaft Mitte der 1920er Jahre wissen, dass kulinarische Sonderwünsche am Tisch der Massenkultur nicht bedient werden. Den Bildungsschichten bleibt nur Mitspeisen oder snobistisch abseits sich halten. An Traditionen der Aufklärung knüpfen Krakauers Erkundungen schließlich auch insofern an, als sie zunächst darauf zielen, dem Massenpublikum in der Analyse von Oberflächenphänomenen einen Spiegel vorzuhalten, in dem es sich selbst reflektieren kann. In dem Kino-Essay Kult der Zerstreuung über die Berliner Lichtspielhäuser ist es die Zerstreuung selbst, in der das Massenpublikum den Reflex seiner selbst erkennen soll. Der Begriff der Zerstreuung ist zu einem Terminus technicus geronnen, der seine Provokation erst wieder gewinnt, wenn man in dem Wahrnehmungsmodus, den er bezeichnet, das Moment des Diasporischen mithört. Indem das Kino die Zuschauer zerstreut, exiliert es sie. Es vertreibt sie aus den verfallenen Häusern der Privatheit und Innerlichkeit und versetzt sie in eine anonyme, wie Krakauer sagt, sinnfremde und opake Sphäre der Äußerlichkeit. Weil die Zerstreuung unabhängig von Besitz und Bildung erfolgt und den Aufmerksamkeitsmodus aller erfasst, die an ihren Darbietungen partizipieren, kann Krakauer im Kult der Zerstreuung behaupten, dass sich in der Metropole Berlin, ich zitiere, ein homogenes Weltstadtpublikum gebildet habe, das vom Bankdirektor bis zum Handlungsgehilfen, von der Diva bis zur Stenotypistin eines Sinnes ist. In dem Oberflächenglanz der Stars, der Filme, der Revuen, der Ausstattungsstücke finde dieser neue Sensus Communis seinen Widerschein. Noch ein Zitat, hier im reinen Außen trifft das Berliner Publikum sich selber an. Die zerstückelte Folge der splendiden Sinneseindrücke bringt seine eigene Wirklichkeit an den Tag. In der Serie Film und Gesellschaft von 1927, die unter dem Titel Die kleinen Ladenmädchen gehen ins Kino berühmt wurde, verlagert sich die Aufmerksamkeit von der Phänomenologie der Räume und Rezeptionsformen der Massenkultur hin auf eine Typologie und Interpretation ihrer Inhalte. Hier deutet Krakauer die blödsinnigen und irrealen Plots der Filmkorportage als Tagträume der Gesellschaft. Nicht nur die kleinen Ladenmädchen träumen davon, als Dollarprinzessinnen von einem Rolls-Royce-Besitzer heimgeführt zu werden. Der Konzernchef, der die filmische Wunscherfüllung produziert, träumt seinerseits, dass die Ladenmädchen davon träumen, in den Rolls-Royce ein- und aufzusteigen, mit dem er zur Premiere vorfährt. In diesem Sinne, als Widerschein eines Imaginären, ist die Filmkorportage ein Spiegel der bestehenden Gesellschaft. Auch der Essay Das Ornament der Masse von 1927 gehört in die Reihe der Versuche, eine Reflexionsebene einzuziehen, dem Publikum zu einem Bewusstsein oder Bild seiner selbst zu verhelfen. Nunmehr sind es die abstrakten geometrischen Formationen, zu denen die Revue-Girls sich zusammenstellen, die als Reflex gedeutet werden, und zwar so wörtlich als ästhetischer Reflex der von dem herrschenden Wirtschaftssystem erstrebten Rationalität. Im Unterschied zu den Filmplots, die für kollektive Wünsche stereotype Narrative anbieten, ist es hier die eigene Formation als Masse, die dem Publikum entgegentritt, und zwar als eine Masse, die von sich selbst kein Bild hat. Denn ein Spiegel kapitalistischer Rationalität ist das Ornament der Masse nicht nur, weil es abstrakt und selbstzweckhaft ist, sondern weil es, ich zitiere, von den Massen, die es zustande bringen, nicht mitgedacht wird. Damit komme ich zum nächsten Punkt, kleine Leute und Mikrowelten des Alltags.
Da Krakauer zunächst davon ausgeht, dass sich soziale Unterschiede im Zeichen der Zerstreuung abschleifen, verzichtet er in seinen ersten großen Essays zur Massenkultur auf soziologische Differenzierung des Publikums. In den beiden erwähnten Filmaufsätzen tauchen neben dem Bankdirektor, der Diva und dem Millionär zwar Handlungsgehilfen, Stereotypistinnen und kleine Ladenmädchen auf, doch sind das Klischees, die nur dazu dienen, das Spektrum zu markieren, aus dem die Massenkultur angeblich ein homogenes Publikum formt. Dabei bleibt es nicht, Krakauer schaut genauer hin. In dem Feuilleton Berg und Talbahn von 1928 etwa beobachtet er eine Menge, die am Samstagmorgen der Stadt entrinnt und sich vor den Toren der Stadtillusion des Lunaparks drängt. Sie besteht aus, ich zitiere, Arbeitern, Kleinleuten und Angestellten, die werktags von der Stadt niedergedrückt werden, auf der Achterbahnfahrt durch Wolkenkratzerfassaden, aber ein überberlinisches New York auf dem Luftweg bezwingen und in einem anarchischen Taumel einen utopischen Moment der Loslösung und Freiheit erleben, bevor es abwärts in den grauen Alltag geht. Wenig später rechnet er im Aufsatz Film 1928, später der heutige Film und sein Publikum, mit einer beispiellosen Schärfe, aus der Desillusionierung ebenso wie Ratlosigkeit sprechen, mit der Filmindustrie und der filmischen Durchschnittsproduktion ab, die, ich zitiere, im Interesse der stabilisierten Gesellschaft Ideologien aufrichtet, welche es einem Hauptstamm der Kinobesucher, der kleineren Angestellten also, die Aussicht versperren. So rückt in den Aufsätzen zur Massenkultur nach und nach die Schicht der Angestellten in den Blick, die nach der einleitenden These von Krakauers gleichnamiger Untersuchung im neuesten Deutschland Berlins zur prägenden Kraft des öffentlichen Lebens geworden ist. In dem Unbekanntes Gebiet überschriebenen ersten Kapitel der Angestelltenstudie, das haben wir ja auch gerade schon gehört, vergleicht Krakauer dieses Leben mit dem gestohlenen Brief ihrer Majestät in Poes Erzählung »The Purloined Letter«, der gerade deshalb nicht bemerkt wird, also den gestohlenen Brief, ich glaube, das ist ein wichtiger Vergleich in diesem Buch, der gerade deshalb nicht bemerkt wird, weil er oben aufliegt. Die Pointe dieses Vergleichs liegt nicht schon darin, dass auch, wie Krakauer sagt, die öffentlichen Zustände der Angestellten im Verborgenen bleiben, sondern dass diese öffentlichen Zustände die der modernen großstädtischen Öffentlichkeit sind. Sie ist es, die im Schatten der Aufmerksamkeit bleibt, die nicht ins Licht der Öffentlichkeit gerät, die sich selbst nicht beleuchtet, der, wie Krakauer später einmal schreibt, das Augenlicht ausgegangen ist. Auch in den Angestellten geht es also darum, Öffentlichkeit im buchstäblichen Sinne über sich selbst aufzuklären, ihr publizistisch zur Sichtbarkeit zu verhelfen. Doch setzt die Studie einen Wechsel der Blickrichtung voraus. Sie haben ein Beispiel dafür zitiert, wenn er sagt, wie die Angestellten sozusagen die primitiven Völker in Filmen beobachten und er beobachtet jetzt die Zuschauer, die das beobachten. Hatte Krakauer Mitte der 1920er Jahre die massenkulturelle Öffentlichkeit als Publikum im Spiegel der Massenmedien und Vergnügungsstätten der Unterhaltungsindustrie analysiert, richtet er den Blick nun auf diese Öffentlichkeit selbst, fragt nach ihren Trägerschichten und erkundet diese auch in den Milieus, in denen sie nicht Zuschauer und Konsument ist. In diesem Blickwechsel verlagert sich die mikrologische Aufmerksamkeit für unscheinbare Phänomene auf ein Personal, das Krakauer gern mit dem Attribut des Kleinen versieht, das Personal der kleinen Leute oder kleinen Angestellten. Es ist kein Zufall, dass das erwähnte Feuilleton Berg und Talbahn, in dem die Formel Arbeiter, kleine Leute, Angestellte der Leserschaft in dreifacher Wiederholung geradezu eingebläut wird, an einem 14. Juli erschien. Denn die Rede von den kleinen Leuten ist eine Alternative zu dem in marxistischen Kreisen denunziatorisch verwendeten Begriff des Kleinbürgers und sie ist zugleich natürlich eine Anspielung auf den französischen Menu Peuple, der in Krakauers Analysen deutscher Verhältnisse als Vergleichs- und Kontrastfolie fungiert. In Feuilletons wie Pariser Beobachtung von 1927 oder das Straßenvolk in Paris von 1927 ebenfalls hat er diesen Menu Peuple beschrieben. Hier tritt ein, jetzt reiche ich mal ein paar Zitate, ein Volk von kleinen Leuten auf, dessen Humus das Pflaster ist, ein republikanisches Straßenvolk von Arbeitern, Gewerbetreibenden, Schaffnern, das sich in Paris eine Stadtlandschaft geschaffen hat, in der es dauern kann. Als vulkanische Lava sorgt es für eine Unruhe, in der Gesellschaft in Prozessen der Vergesellschaftung ständig neu hervorgebracht wird, statt in einem System von Bahnen zu erstarren. Zugleich konturiert Krakauer in diesen Feuilletons eine soziale und kulturelle Sphäre der Zivilität.
deren traditionell geprägtes Geflecht von Verhaltensmustern, Werthaltungen und Kommunikationsformen sich relativ unabhängig von Politik und Wirtschaft behauptet und den Einzelnen entlastet, ihnen einen Ort zuweist, aber auch individuellen Spielraum gewährt. So wie Krakau Städtekunde eine vergleichende ist, die immer wieder mit dem Kontrast von Paris und Berlin operiert, schärfen diese Pariser Beobachtungen zum Menü Peuple seinen Blick für die Verhältnisse in Deutschland und die, so seine Überzeugung, ganz andere Lage der deutschen Angestellten, die als neue Schicht kleiner Leute aus Rationalisierung und Bürokratisierung in Industrie, Handel und Verwaltung hervorging, in deren Strudel auch das in Krieg und Inflation depossedierte ehemals mittlere Bürgertum geriet. Auch in methodischer Hinsicht geht der Mikrologe Krakauer in den Angestellten neue Wege. Er bricht zu einer kleinen Expedition, so nennt er das selbst, durch Berlin, der Hauptstadt der Angestelltenkultur auf, um zu erkunden, was er in einer viel zitierten Formulierung das normale Dasein in seiner unmerklichen Schrecklichkeit nennt. Dazu gehören die Arbeitswelten der Angestellten und die Mikromilieus des Alltags samt ihren winzigen Katastrophen, ebenso wie Dispositionen, Denkweisen und Verhaltensmustern, für die Theodor Geiger in seiner 2 Jahre später erschienenen Studie Die soziale Schichtung des deutschen Volkes von 1932 den Begriff der Mentalität anführte. Zu sagen, dass Krakauers Analysen empirisch fundiert sind, wäre zu wenig. Da die Bereiche des Sozialen, die in die er vorzustoßen sucht, zuvor kaum je zum Gegenstand soziologischer Forschung geworden waren, liegt die Empirie ja nicht einfach bereit. Vielmehr muss Krakau allerst recherchieren, welche Materialien aussagekräftig wären, wo Aufschlüsse über Alltag und Mentalitäten zu gewinnen sind. So betreibt er auf eigene Faust Feldforschung. Auf dieser Basis fächert seine Studie verschiedene Perspektiven auf. Zum einen stellt er die Angestellten als Produkt und treibende Kraft einer ökonomischen und soziokulturellen Modernisierung dar, die es ähnlich in allen hochkapitalistischen westlichen Ländern gegeben hat. Er analysiert am Beispiel dieser Schicht den funktionalen Zusammenhang von Arbeit und Freizeit, von ökonomischer Rationalisierung und kulturindustriell zubereiteten Zerstreuungsangeboten. Er erfasst in Statu Nascendi jene spezifisch modernen Prozesse der Selbstsozialisierung, in denen Identitäten nicht mehr durch Herkunft und Tradition bestimmt, sondern in zunehmendem Maße über sekundäre und tertiäre Instanzen, über Medien und Moden vermittelt werden. Er analysiert die neuen physischen Auslese- und Normierungsmechanismen, unter deren Druck die Physiognomien sich anzugleichen beginnen und einen Hinblick auf Sprache, Kleider, Gebärden, uniformer, großstädtischer Typus rationalisiert wird. Er untersucht Ursachen und Folgen der modernen Jugendkultur, die er ja als Kultus kritisiert, und erhebt die zentrale Rolle hervor, die weiblichen Angestellten in der Arbeitswelt ebenso wie als Adressaten und Konsumentinnen der Massenkultur zukommt. Die Untersuchung beschreibt jedoch nicht nur gesellschaftliche Transformationen, die auch in anderen kapitalistischen Ländern zu beobachten waren. Sie ist zugleich eine Diagnose der spezifischen Verwerfungen, Verblendungen und Abwehrreaktionen, die diese Transformationen in Deutschland erzeugten. In keinem anderen westlichen Land spielten die Angestellten schon früh eine so zentrale Rolle. In keinem wurden sie politisch und juristisch so umworben, in keinem prägte sich die Differenz zwischen Arbeitern und Angestellten so dezidiert aus. Unter der Oberfläche der internationalen Mode des Weekend behaupteten sich in der Weimarer Zeit bürokratische und ständische Modelle der Selbstdefinition sowie idealistische Restbestände, die demokratisch und republikanische Identifikationen blockierten, obwohl ihnen längst das gesellschaftliche Fundament entzogen war. Das hatte zur Folge, dass die Angestellten gleichsam schutzlos und ohne Puffer den disruptiven Effekten des gesellschaftlichen Strukturwandels ausgesetzt waren, die Krakauer in viel zitierten Metaphern der Exilierung beschreibt. Weit davon entfernt, als neuer Mittelstand in der Mitte der Gesellschaft verortet zu sein, sind die Angestellten ökonomisch proletarisiert und geistig obdachlos. Das kennen Sie alle. Aus dem Hause bürgerlicher Begriffe und Gefühle sind sie im Prozess der ökonomischen Proletarisierung vertrieben worden, ohne dass sich ein neuer Wohnsitz aufgetan hätte. In diese Bresche springt die Massenkultur, die den Freigesetzten mit Vergnügungspalästen wie dem Haus Vaterland oder dem Resi ein Asyl für Obdachlose bietet. Von egalitären oder emanzipatorischen Effekten massenkultureller Zerstreuung ist in Krakauers Analyse dieser Asyle nicht mehr die Rede. Er deutet den Similigans der Bildmedien der Kulturindustrie als Bildzauber, der tief ins Imaginäre einbringt.
Bei Ihrer genaueren Analyse ergebe sich vermutlich, dass die in Ihnen immer wiederkehrenden Bildmotive wie magische Beschwörungsformeln gewisse Gehalte ein für allemal in den Abgrund bildloser Vergessenheit zu stürzen trachten. Jene Gehalte, die von der Konstruktion unseres gesellschaftlichen Daseins nicht umschlossen werden, sondern dieses Dasein selbst einklammern. Die Flucht der Bilder ist die Flucht vor der Revolution und vor dem Tod. In dieser Perspektive stellt sich das Bedürfnis, das die Angestellten in die Plädierkasernen des organisierten Vergnügungsbetriebs treibt, nicht nur als Symptom ideologischer Obdachlosigkeit dar, sondern als Ausdruck einer existenziellen Preisgegebenheit. Das scheint mir immer ein wichtiges Motiv bei ihm zu sein, diskret angedeutet, aber es bleibt immer dabei. Die Bedeutung, jetzt komme ich zum nächsten Punkt, Feuilleton und kleine Formen. Die Bedeutung von Krakauers Mikrosoziologie erschöpft sich nicht in ihren Gegenständen und Methoden. Beide sind untrennbar verbunden, ich würde sagen bedingt, durch das Format des Feuilletons und durch die Schreibweisen und Formen, die ihm entsprechen. Im Feuilleton der Frankfurter Zeitung erschien ein Großteil von Krakauers Essays und Rezensionen. Hier wurden in Fortsetzung sein Roman Ginster, um den jetzt auch mal zu erwähnen, und die Angestellten vorab gedruckt. Für die Sparten des Feuilletons verfasste Krakauer fast alle seine kurzen Prosatexte. Nach einem überzeugenden Namen für diese Prosa wurde schon in der Weimarer Zeit vergeblich gesucht und dabei ist es bis heute geblieben. Denkbild, Illumination, Städtebild, Miniatur, Metropolitan Miniature hat Hüssens kürzlich vorgeschlagen, Revueform, keine dieser Begriffe passt für alle Texte. Man kann diese zu Themengruppen und Gegenstandsbereichen zusammenfassen, wie Krakauer es in seinem Straßenbuch getan hat. Man kann Zuordnung zu etablierten journalistischen Textsorten und einfachen literarischen Formen erkennen, die Krakauer gelegentlich auch explizit macht. Man kann Zeitabschnitte unterscheiden, in denen Interessen und Schreibweisen jeweils anders gelagert sind. Doch ein übergreifender Name wird sich schwerlich finden lassen, denn die Formen dieser kurzen Prosatexte sind kaum weniger heterogen als die Phänomene, denen sie sich widmen. Was sie neben der für alle Schriften Krakauers konstitutiven, republikanischen und materialistisch-sozialistischen Position verbindet, sind ihre Kleinheit, ihre Zeitgemäßheit, das publizistische Medium des Feuilletons, die Überschreitung diskursiver und disziplinärer Grenzen in einer literarischen Prosa, die jargonfrei und in nüchterner Buntheit, wie Bloch das einmal nannte, eine breite Leserschaft adressiert und schließlich und für Krakauer entscheidend der Kontakt mit der unmittelbar erfahrenen sozialen Lebenswirklichkeit, die phänomenale Sättigung und anschauliche Konkretion des Denkens in der engen Tuchfühlung mit dem Material. In der Weimarer Zeit ist diese Konkretion ein literarisches Projekt, das sich im Medium feuilletonistischer Kleinformen realisiert. Dazu gehört auch das von Krakauer selbst so bezeichnete kleine Buch der Angestellten, in der dichte Beschreibung und theoriegesättigte Konstruktion sich unauflöslich durchdringen. In Abgrenzung gegen die neusachliche Reportage, die er mit einer Fotografie vergleicht, strebt Krakauer damit ein literarisches Bild der Wirklichkeit an, für das er bekanntlich die Metapher des Mosaiks anbietet. Im Kontext ihrer Einführung verweist diese Metapher auf die mediale Folie des Films. Was Krakauer in den 20er Jahren als spezifisch materialistische, material-materialistische Chance des Films begriff, nämlich die Möglichkeit, Realität im Medium des Optischen selbst, das heißt durch Einschnellung, Schnitt und Montage zu konstruieren, wird ihm zum Vorbild für ein Verfahren der Darstellung, das die Skylla bloßer Faktizität ebenso vermeidet wie die Charybdis abstrakter Begriffe. Weder begnügt sich Krakauer, wie Adorno ihm vorhielt, mit der genauen Fixierung des Besonderen als Exempel für allgemeine Sachverhalte, noch abstrahiert er allgemeine Sachverhalte aus dem Material und bringt sie in einen eigenständigen begrifflichen Zusammenhang. Er konstruiert seine Einsichten und Aussagen im Stoff aus. Auf allen Ebenen der Serie bzw. des Buchs, im Gesamtaufbau, in der Anlage der einzelnen Kapitel bzw. Abschnitte und in den einzelnen Formen, in denen Beobachtungen und Dokumente gestaltet und präsentiert werden, Zitat, Gespräch, Bericht, Szene, Bild, Erzählung, Vergleich, Metapher, macht er die Erkenntnis des Gehalts des Materials zur Grundlage von dessen Formung und Arrangement und lässt so die Theorie tendenziell in der Form aufgehen. Und das ist das, was mal Darstellung hieß, eine Theorie, die in der sprachlichen Form aufgeht.
Darstellung des erscheinenden Wissens, Darstellung der Wissenschaftslehre. Nicht nur in dem Kapitel Asyl für Obdachlose, sondern in der gesamten Analyse des sozialen Gefüges arbeitet Krakauer dabei mit topografischen bzw. topologischen Denkmodellen, in denen er die Raumbegriffe der zeitgenössischen Soziologie und Politik aufgreift und auf den Prüfstand stellt. In diesen Raumbegriffen wurde nicht nur verhandelt, wie die Angestellten zu verorten und zu definieren wären, vielmehr stand in ihnen die Struktur der gesamten Gesellschaft zur Diskussion. Die richtige Soziologie der Angestellten, so formulierte Hans Speyer es in seiner zwischen 1930 und 1933 entstandenen Angestelltenstudie, schien über das Wesen der ganzen industriellen Gesellschaft zu entscheiden. Das gilt für die verbreitete Verortung und Definition der Angestellten als neuer Mittelstand, als Zwischenschicht oder als Teil eines sich umschichtenden Proletariats. Ebenso wie das für Speyer vorgeschlagene Modell einer pyramidalen Schicht, die der Pyramide der ganzen industriellen Gesellschaft vergleichbar ist. Auch für Krakauer steht ein Ganzes auf dem Spiel, das durch die Angestellten repräsentiert wird, nämlich das Ganze der Res Publica. Und deshalb ist der Brief Ihrer Majestät sozusagen für ihn gewissermaßen die Zentralmetapher, denn es geht tatsächlich um die Republik. Repräsentativ für diese öffentliche Sache sind die Angestellten allerdings gerade insofern, als ihr Bild von deren Konstruktion, Fehlern, Gefährdung und Krisen zeugt. Auch das, so meine ich, schwingt in Krakauers Bild vom Mosaik mit. Es verweist nicht nur auf die mediale Folie des Films und sozusagen das differenzielle Darstellungsverfahren, der die sozusagen die Splitter ja nur gewissermaßen in der Montage gegeneinander aussagekräftig werden, sondern auf eine zersplitterte und von Bruchlinien durchzogene Gesellschaft und stellt derart ein Glied in einer Kette von Metaphern dar, die von spiegelnden Oberflächen bis zu den zerborstenen Spiegeln der zertrümmerten Fensterscheiben führt. Ich komme dann noch zum vorletzten Punkt. Jetzt muss ich nochmal, kleine Signale und großes Verhängnis. Während die Arbeit an den Angestellten noch vor dem Börsensturz im Oktober 1929 abgeschlossen wurde, stehen die Berliner Jahre Krakauers ab April 1930 im Zeichen einer Wirtschaftskrise, die sich rasch zur politischen Systemkrise auswächst. Bereits eine Woche vor den Septemberwahlen 1930 schreibt Krakauer in einem Brief an Adorno: Es waltet ein Verhängnis über diesem Land und ich weiß genau, dass es nicht nur der Kapitalismus ist. Dass dieser so bestialisch werden kann, hat keineswegs ökonomische Gründe allein. Wie sollte ich sie formulieren können? Ich merke nur immer wieder in Frankreich, an dem es doch gewiss viel zu kritisieren gibt, was bei uns alles zerstört ist. Der primitive Anstand, die ganze gute Natur und mit ihr jedes Vertrauen der Menschen ineinander. Gegen dieses Verhängnis schreibt Krakauer in den Berliner Jahren an. Der Ton seiner Aufsätze wird dringlicher, ihre Frequenz noch dichter. Man kann wirklich kaum verstehen, wie das jemand schreiben konnte. Mehrere große Artikel pro Woche werden zur Regel. Philosophische Interessen treten nach eigener Aussage in den Hintergrund. Im Vordergrund stehen die Weiterarbeit am Roman Georg, den ich damit auch mal genannt habe, sowie in der Publizistik, das haben wir schon gehört, die Durchdringung gesellschaftlicher Strukturen zu politischen und moralischen Zwecken. Das Feld der Beobachtung, Kommentare und Analysen weitet sich dabei noch einmal erheblich aus. Neben dem Film beschäftigt Krakauer sich mit der Macht des Rundfunks und konzipiert eine bahnbrechende literatursoziologische Untersuchung, die sich dem literarischen Bestseller widmet. In Essays und Rezensionen führt er einen erbitterten Kampf gegen die faschistischen Tendenzen der Mittelschichten und ihre nationalrevolutionären Wortführer, etwa im Tatkreis und im Umkreis Ernst Jüngers. Er sucht Arbeitsämter, Wärmehallen, Waisenhäuser, Beratungsstellen und Arbeitslager auf. Er berichtet von Prozessen und Demonstrationen, von Versammlungen und Wettbewerben, von Ausstellungen und Messen, Zugfahrten und Reisen im Schaufenster. Er begibt sich natürlich weiter in Kinos, Varietés, Spielsalons, Cafés und Vergnügungslokale und sieht sich auf Straßen, Plätzen, Märkten, ebenso wie in Gerichten, Bahnhöfen, Kaufhäusern, Geschäften, Schalterhallen und Bibliotheken. Tendenziell umfasst dieses Feld an Aufmerksamkeiten sämtliche Räume, Ereignisse und Medien, in denen Öffentlichkeit beobachtet werden kann. Zugleich kann man aber auch in den auf ersten Blick so heterogenen Feuilletontexten und Aufsätzen dieser Jahre Schwerpunkte erkennen. Bereits in einem seiner ersten Feuilletons nach der Übersiedlung nach Berlin, dem Bericht über die Demonstrationen am 1. Mai 1930, spricht Krakauer vom unergründlichen Nebeneinander des gesellschaftlichen Betriebs.
In der Folgezeit schafft es der Ausdruck Nebeneinander, der schon in Soziologie als Wissenschaft und dem Detektivroman begegnet, in die Überschrift einer als diskontinuierliche Folge von Artikeln angelegten Serie Berliner Nebeneinander, deren Titel Andreas Volk für den von ihm herausgegebenen Band mit Berliner Feuilletons übernahm. Die Serie Berliner Nebeneinander umfasste allerdings nur zwei Fortsetzungen. Zu nahe lag die Verwechslung mit, ich zitiere, jener falschen Buntheit des Nebeneinanders in vielen großen Zeitungen, die Krakau als Ausdruck einer völlig verfehlten Neutralität und Abwesenheit jeglicher Richtschnur kritisierte. Bei Krakauer dagegen ist der Ausdruck Nebeneinander ähnlich wie die Metapher des Mosaiks ein sprachlich-literarischer, ebenso wie ein soziopolitischer Begriff. Er zielt auf ein soziales Leben, dem Parataxen und Juxtapositionen entsprechen, weil es sich nicht als Nebeneinander, sondern als Miteinander, Entschuldigung, nicht als Miteinander, sondern als ein Nebeneinander von Klassen, Schichten, Parteien, Fraktionen, Gruppen und Individuen vollzieht. Der Begriff verweist damit auf jene Dimension des Sozialen, die in den Feuilletons der Berliner Krisenjahre ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt, die Dimension gesellschaftlicher Verkehrsformen und zwischenmenschlicher Kommunikationsformen, soweit sie sich öffentlich manifestieren. Der Sprecher oder Berichterstatter dieser Texte, der häufig in der Ich-Form auftritt, lässt sich selten in diesen Verkehr involvieren. Er bleibt in der Regel in der Position des Beobachters und bewahrt auch dann Distanz, wenn er als Mikrologe winzige Begebenheiten und unscheinbare Gegenstände an Großaufnahmen beleuchtet. Zwischenfälle, Streitszenen, Schlichtungen, Blickwechsel, Grußformen, Ampeln, Plakate, Schilder, Fahnen, Parolen, Reklamesprüche. Mit seismografischem Gespür fängt Krakauer in der alltäglichen Merkwelt, die ich zitiere, kleinen Signale gesellschaftlicher Erschütterungen auf, die wie die Masten gesunkener Schiffe über die spiegelglatte Oberfläche hinausragen. Sie künden von einer heillosen Verwirrung, Verwerfung und Verkehrung der Verkehrsformen, Zustände und Begriffe, die sich in den Tiefen vollzieht. Zugleich ist seine Mikrosoziologie Begebenheiten, Ereignissen und Figuren auf der Spur, in denen sich Atmosphären und damit die ungreifbarste, aber darum keineswegs nicht vorhandene oder unbedeutende Dimension des Sozialen verdichtet. Auch diese atmosphärischen Bilder geben keinen Anlass zur Beruhigung. Die Verschränkung von Rationalisierung und Naturalisierung, von Leere und Betriebsamkeit, abstrakter Organisation und Planlosigkeit, von einer Vergangenheit, die nicht vergehen will, und einer Gegenwart des geschichtslosen Wandels, die nicht in die Vergangenheit eingehen kann, erzeugt nicht nur Ungleichzeitigkeiten, sondern eine Unheimlichkeit, die sich in Angst, Grauen, Spuk und Schrecken verdichtet. Angesichts der immer stärker werdenden Zensur konnte Krakauer, wie er selbst eingestand, einen Kommentar oder eine Kritik, die bis den Fundamenten dieser Welt, ist seine Formulierung, gereicht hätte, in der Frankfurter Zeitung nur noch in Ausnahmefällen unterbringen. Auch dort, wo eine grundlegende Systemkritik noch möglich war, so insbesondere in den Aufsätzen, die Krakau ab 1930 in der Neuen Rundschau veröffentlichte, betont er, wie in dem Brief an Adorno, dass die Krise neben ökonomischen und politischen Ursachen in Deutschland spezifische Dimensionen hat, die er immer auch als existenzielle und moralische fasst. 1931 schreibt er in dem Aufsatz Mord, Prozess und Gesellschaft: Das ist die Kehrseite der deutschen Gemütsart und der deutschen Philosophie. Sie wird nicht aus Zufall heute so sichtbar, dass sie das alltägliche Leben der Nation allen Angriffen und Einflüsterungen preisgegeben hat. In Frankreich etwa gehen immer noch gewisse Traditionen von oben bis unten durch, die den Einzelnen verhältnismäßig unabhängig von seinem sozialen Wort eingrenzen und ihn den Grundfakten des Daseins gegenüber zu einer bestimmten Haltung verpflichten. Bei uns dagegen sterben die Selbstverständlichkeiten nach gerade ab. Das Fundament der Sitten ist zugleich mit den ökonomischen erschüttert und neue Verfestigungen stehen einstweilen aus. Jetzt sind Sie gleich erlöst. Ich bin nämlich bei meinem letzten Punkt, Mikro- und Makroebene, Klarsicht und Weitsicht. Das Epitheton des Kleinen hat Krakauer in seinen Weimarer Schriften in einer Vielzahl von Zusammenhängen verwendet, nicht aber den Ausdruck Mikrosoziologie. Die explizite terminologische Unterscheidung einer Mikro- und einer Makrodimension bleibt dem posthum veröffentlichten Spätwerk History vorbehalten, in dem Krakauer das historische Universum bekanntlich durch die beiden Ebenen von Mikro- und Makrogeschichte strukturiert sieht. Das Geschichtswerk, das haben wir
gestern ja auch gehört, knüpft an zentrale Motive, Denkmodelle und Problemstellungen der frühen Schriften an und entwickelt sie weiter. Doch geschieht dies unter grundlegend anderen Voraussetzungen, das ist ja klar. Das gilt für biografische und historische Erfahrungen, Sprachen, Disziplinen, Schreibformate, publizistische, intellektuelle und kulturelle Kontexte, ebenso wie für Erkenntnisinteressen, Wirkungsabsichten und Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. In der Publizistik der Weimarer Zeit betreibt Krakauer mikrosoziologische Analysen. In History beschreibt er einen Ansatz der Mikrogeschichte, ohne selbst mit einer Ausnahme vielleicht zum Geschichtserzähler zu werden. Für das eine Projekt ist das sogenannte Gegenwartsinteresse konstitutiv. In dem anderen soll es nach Möglichkeit ausgeschaltet werden. Aber es gibt auch Differenzen in der Logik des Kleinen und in dem Verhältnis von Mikro- und Makroebene. Die Vermittlung zwischen beiden Ebenen, die Krakauer im Geschichtsbuch als Verkehr auf einer vertikalen Achse beschreibt, ist dort aufgrund der Inhomogenität des historischen Universums mit unüberwindlichen Hindernissen konfrontiert. Nicht nur verstellen Makroperspektiven die Sicht auf Mikroereignisse, vielmehr geht Krakauer davon aus, ich zitiere, dass es zwei Typen von Verallgemeinerungen oder vielmehr Einsichten allgemeiner Natur gibt, von denen die eine wesentlich zur Makroebene gehört, die andere aus Allgemeinheiten besteht, die aus Mikroforschungen abgeleitet sind. Beide Typen sind unvereinbar. Die auf jeder Ebene hergestellten Zusammenhänge sind für die jeweilige Ebene gültig, aber nicht anwendbar auf Befunde auf anderen Ebenen. Die Unterscheidung zwischen verschiedenen Typen der Allgemeinheit ist schon früh ein Anliegen Krakauers. Sie findet sich in einer durch Phänomenologie und phänomenologische Transzendentalphilosophie geprägten begrifflichen Fassung bereits in Soziologie als Wissenschaft und kehrt in anderer theoretischer Modellierung in seiner Weimarer Publizistik wieder. So etwa in dem Aufsatz Der Fachmann von 1931, in dem Krakauer den Spezialisten vorhält, auf all nahezu, das ist jetzt ein wörtliches Zitat, auf nahezu allen lebenswichtigen Gebieten zu versagen. Das sind jetzt die Spezialisten. In einer Situation wie der gegenwärtigen, in der die Spezialprobleme nicht einem verhältnismäßig gesicherten Untergrund erwachsen, sondern das gesamte Daseinsfundament selber ins Wanken geraten ist, erweisen sie sich als unfähig dazu, jene Beziehung zwischen den speziellen und den allgemeinen Fragen anzubahnen, durch die allein sie den Anforderungen ihres Ressorts Genüge leisten könnten. Auf die Herstellung einer solchen Beziehung aber käme es zurzeit mehr denn je an. Denn hebt die Erschütterung des gesamten Gesellschaftssystems mit all seinen Herrschaftsbegriffen die Isolierung der Fachprobleme auf, so bewähren sich nur die Spezialisten, die ihre Sonderinteressen mit denen des Ganzen in Einklang zu bringen vermögen. Den Grund für dieses Versagen sieht Krakauer einmal mehr in der idealistischen Denkweise, die das Allgemeine einem unendlichen Prozess überantwortet und in eine unwirtliche Ferne entrückt, so dass Besondere, mit dem es zu vermitteln wäre, vogelfrei wird. In der bürgerlichen Ära mochten Pseudo-Selbstverständlichkeiten ausgereicht haben und innerhalb der fachlichen Enklaven den Mangel an einem substanziellen Allgemeinen zu kompensieren. In der Krise aber, in der diese Selbstverständlichkeiten weggebrochen sind, erweisen sich die Enklaven als Sackgassen. Da, ich zitiere, die Lösung der meisten Sonderprobleme von der Gestaltung des fragwürdig gewordenen Gesellschaftsganzen abhängt, und die das spezielle betreffenden Einsichten an Einsichten in übergeordnete Zusammenhänge gebunden sind, müssen Experten um ihrer speziellen Mission willen sich zu Spezialisten dieses Gesellschaftsganzen und damit eines Allgemeinen machen, das inhaltlich umrissen und da er auch historisch bestimmt ist. Anders als in History hat die Unterscheidung zwischen verschiedenen Typen des Allgemeinen in diesem Essay eine historische, soziologische und politische Signatur. Und ich glaube, das ist charakteristisch für die ganze Frage des Verhältnisses von Frühwerk und Spätwerk. Ich würde nicht sagen, dass wir eine Einheit in der Vielheit haben, sondern ich würde sagen, wir haben sowas wie Familienähnlichkeiten. Es taucht etwas auf, sozusagen, also um mal diesen Wittgensteinschen Begriff einzuführen, es taucht etwas wieder auf, es taucht anders auf, es taucht sozusagen zwei Generationen später auf. Also man hat sozusagen einen fluktuierenden Zusammenhang an Ähnlichkeiten, aber man hat keine Einheit und kein System.
Anders als in History nochmal hat die Unterscheidung zwischen verschiedenen Typen des Allgemeinen hier eine historische, soziologische und politische Signatur. Es geht nicht um die Differenz zwischen einem Allgemeinen, das wesentlich zur Makrodimension gehört, und einem Allgemeinen, das aus Mikroforschung abstrahiert ist, sondern um die Unterscheidung zwischen einem materialistischen und einem idealistischen Begriff. Und diese Unterscheidung dient nicht als Argument für die Inkommensurabilität der Ebenen, sondern für die Notwendigkeit und Möglichkeit ihrer Verknüpfung. Um sie ist es Krakauer auch in seinen mikrosoziologischen Analysen zu tun. Der Bezug zwischen Mikro- und Makroebene wird dabei auf verschiedene Art und Weise hergestellt. Ich sehe drei wesentliche: einerseits materiale Montagen, Stichwort Mosaik, zweitens kasuistische Erzählungen, Krakauer ist oft Kasuist, und drittens Semiotisierung, da glaube ich, ist er Bartnähe. Semiotisierung, die die Mikroebene als eine Zeichensphäre lesen und ihre Elemente als Symptome oder Indizien entziffern. Gemeinsam ist diesen Formen, dass sie an literarische Verfahren der Darstellung gebunden sind, die ihrerseits mit den kleinen Formen des Feuilletons kommunizieren. Diese Verfahren ermöglichen es, so im Material zu konstruieren, dass das Mikroelement in einen übergreifenden Zusammenhang eingefügt oder auf ein allgemeines hin transparent gemacht wird und zugleich einen Überschuss gewinnt, der der Verallgemeinerung widersteht, denn es hat das ja auch nicht von selbst. Das hat Adorno nicht genügt. Doch gewinnt Krakauer auf diese Weise Einblicke, die sich nicht nur durch ihre diagnostische Kraft und Klarsicht auszeichnen, sondern auch durch die Weitsicht, mit der er früher als seine theoretisch ambitionierteren Freunde die Katastrophe heraufkommen sah, auf die Deutschland zusteuerte. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt noch gut eine halbe Stunde und ich würde euch beiden nun zunächst die Möglichkeit geben, aufeinander zu reagieren, schiele aber auch schon ins Publikum und würde dafür auch dann gerne den Raum öffnen. Aber erstmal gebe ich an euch ab. Soll ich mal mit der ersten Frage anfangen? Ja, ich bin ganz beeindruckt davon, wie souverän Sie sich durch das ganze Werk Krakauers bewegen. Ich glaube, bevor da was so reichhaltig ist, dass es gar nicht so leicht ist, irgendwo an einem bestimmten Punkt anzufangen. Ich möchte mal am Ende Ihres Vortrags beginnen, nämlich mit der Frage der Verallgemeinerbarkeit oder inwiefern Krakauer sozusagen auf der Suche nach verallgemeinerbaren Aussagen war. Da kommt mir ein Text im Sinn, der, glaube ich, 1958 erschienen ist von Krakauer. 58, da beschäftigt er sich genau mit dieser Frage Verallgemeinerung bei Fallanalysen. Und da kommen auch Merton vor und Lazarsfeld und so weiter, sozusagen, also klassische soziologische Ansätze. Und er versucht dort zu eruieren, was man eigentlich berücksichtigen muss an Spezifika, an sozusagen historischen Spezifika und also sozusagen raumgebundenen Spezifika, um überhaupt zu einer Verallgemeinerbarkeit zu kommen. Und er scheint sich auf die Seite derjenigen zu schlagen, die der Auffassung sind, dass es auch verallgemeinerbare Aussagen in der Soziologie gibt. Und dann sagt er aber, und das finde ich sehr interessant, also er nennt das eine, ich habe das notiert, nicht orientierte und orientierte Fallanalysen. Nicht orientierte und non-oriented. Ja, genau. Und das meint er, glaube ich, so: Es gibt Einzelfallanalysen, die sich eben nicht klar machen, dass sie in Ort und Zeit situiert sind und in diesem Sinne non-oriented. Also oriented würde bedeuten, in Raum und Zeit verankert, so. Und er sagt, es gibt keine Verallgemeinerung, ohne dass ich in einer Einzelfallanalyse sage, was ist sozusagen fallspezifisch und was nicht. Und dann scheint er sagen zu wollen, es bedarf für eine Verallgemeinerung sozusagen eines Theorieelementes in diesen Fallanalysen. Ich muss etwas, einen Mechanismus sozusagen identifizieren können, an dem ich meine Verallgemeinerbarkeit zeigen kann. Und wenn man das jetzt sozusagen zurückprojiziert im Sinne ihrer Familienähnlichkeit auf die soziologischen Werke, sehe ich nicht, dass er das selbst zur Anwendung gebracht hätte. Also nach meiner Lesart hört er sehr bald auf, wenn es um die Frage der Verallgemeinerbarkeit geht. Nehmen wir mal als Beispiel die
die Angestelltenstudie. Dann könnte man ja sagen, okay, er erklärt zum Beispiel das Nichtbewusstsein der sozialen Situation der Angestellten durch ein Distinktionsbedürfnis. Und man findet aber viele solche Stellen, wo man sagen könnte, A wird jetzt durch B irgendwie erklärt, aber er führt das nie zu Ende. Das sind eher sozusagen sich überlagernde Analysen, Fallbeispiele, aber er bringt es nie so weit, dass er jetzt sagen würde, okay, also das ist Explanans, Explanandum, man muss es nicht unbedingt so nennen, aber das scheint mir sehr häufig in seinen soziologischen Analysen relativ unklar zu sein. Also wenn man jetzt sozusagen einen späten Krakauer auf sein faktisches Arbeiten übertragen würde, dann hätte er selbst sozusagen seinem Anspruch nicht genügt, was die Verallgemeinerbarkeit von soziologischen Aussagen betrifft. Ja, also jetzt erwischen Sie mich natürlich auf dem falschen Fuß, weil ich keine Soziologin bin, ja, aber mich wundert das. Also inwiefern sind die Aussagen, die er in den Angestellten trifft, inwiefern haben die sozusagen keine Dimension des Allgemeinen? Also also Sie haben das, Sie nennen das, also das stelle ich jetzt zurück, diese Phallolyrische, aber wenn man das jetzt mal aufgreift und sagt sozusagen, er gibt ein Gesamtbild der Lage der Angestellten sozusagen in den späten 20er Jahren und darin doch auch sozusagen so etwas wie ein Gesamtbild von bestimmten Prozessen, sozusagen politischen und ökonomischen und kulturellen Prozessen der Republik selbst. Also wo fehlt Ihnen da das Allgemeine? Ich meine jetzt Verallgemeinerbarkeit im Sinne einer soziologischen Erklärung. Da müsste ich, glaube ich, wenn ich streng vorgehe, doch sagen können, was hängt oder was bedingt was. Und ich glaube, er zeigt eher sozusagen ein hermeneutisch aufgeschichtetes Bild, als dass er jetzt klar sagen könnte, A erzeugt B oder sozusagen, wie hängt das zusammen, zum Beispiel die Rationalisierung im Betrieb, wie genau hängt das nun zusammen mit dem, was im sozusagen Pläsierbetrieb vor sich geht. Wie der Zusammenhang genau gestrickt ist, ist, glaube ich, nicht ganz klar. Und das würde ich meinen, also wenn man wirklich erklären wollte oder eine allgemeine Erklärung abgeben wollte, müsste man, glaube ich, diesen Zusammenhang auch klären. Gut, jetzt kommen wir fast in so eine Diskussion von, ist die Soziologie eine hermeneutische oder sozusagen eine nomothetische sozusagen Gesetze, sozusagen Erklärung. Also gerade dieses Beispiel bei den Plaisir-Kasernen und Prozessen der Rationalisierung. Also wie würde eine Erklärung dieser übergreifenden, sozusagen, also dieses durchgehenden Moments von Rationalisierung aussehen? Also die nicht irgendwie tautologisch wäre und sagen würde, das ist halt ein Rationalisierungsprozess. Also hier könnte man ja sagen, was Sie beschreiben, auch in Ihrem Vortrag beschrieben haben, ist eigentlich, übernimmt er Weber. Weber hat das beschrieben. Weber hat ganz klar beschrieben, wie ökonomische Rationalisierung und Rationalisierung von Freizeit auf Freizeit sozusagen übergreift. Beides, also der Begriff für beides ist Betrieb. Ja, und das, würde ich sagen, greift er auf. Und dann zeigt er aber, wie das funktioniert, zum Beispiel in den Motti der Angestellten. Ja, das ist doch sozusagen, sein Interesse ist doch wirklich, dass, also die Motti sind, glaube ich, ein gutes Beispiel, weil diese beiden Szenen, jede für sich aussagekräftig ist, aber überhaupt erst in der Kombination sozusagen ihren Dreh entfalten. Ja, und nun könnte man sagen, gut, also das ist sozusagen durch kapitalistische Rationalisierung, kann man sagen, haben wir einerseits hier sozusagen das Übergreifen von Rationalisierungsprozessen auf Freizeit und gleich, also ich kommentiere jetzt diese Motti, und gleichzeitig sozusagen die ideologische Verkehrung gewissermaßen von Freizeit und Arbeit. Ja, da geht es ja darum, dass in dem ersten Fall will sozusagen als Dame behandelt werden und im zweiten Fall sozusagen. Okay, also Wie anders sozusagen sollte da eine Erklärung aussehen? Also ich verstehe nicht ganz, was wäre da eine Kausalität? Was wäre eine Kausalität, was wäre Ihr Vorschlag einer Kausalität für Rationalisierung von Freizeitprozessen, außer dass wir eben eine durchgehende Ökonomisierung aller Verhältnisse haben? Und das beschreibt er doch. Ich wollte nicht sagen, dass
Krakauer hätte anders arbeiten sollen, als er es gemacht hat, sondern ich wollte nur eher zum Ausdruck bringen, dass man, glaube ich, nicht so weit kommt, wenn man bei ihm sozusagen verallgemeinerbare soziologische Aussagen sucht, in diesem strengen Sinne von sozusagen Mechanismen, die etwas mit einem starken Sinn erklären könnten. Gut, also da, das ist gewissermaßen ein Begriff von Erklären, der wäre mir zu eng. Also ich weiß nicht, ob die einzige Erklärung eine kausale ist, ja? Ob Kausalitäten auch im soziologischen Zusammenhang, soweit ich weiß, ist das nicht das einzige sozusagen Erklärungsmuster. Ich bin völlig with you, wenn wir darüber reden, was seine Stärken sind. Nur es gibt auch Konstruktionen im Material nur, wenn ich eine theoretische Vorstellung habe. Sonst weiß ich doch gar nicht, wie ich das konstruieren soll. Es gibt auch Kasuistik sozusagen auch nur aussagekräftig, wenn ich weiß, wie ich diesen Einzelfall sozusagen kontrollieren. Es gibt auch Semiotisierungen, also von Zeichenoberflächen, was er ja ständig macht, also als Symptome und Indizien. Also insofern, ich meine, wenn ich nicht ein Vorverständnis von sozialen Prozessen und gesellschaftlicher Wirklichkeit habe, dann sehe ich halt überhaupt nichts. Ja. Und seine Stärke ist eben die Kombination. Ich bin vollkommen Ihrer Ansicht, dass seine Stärke nicht eine Theoriebildung ist, die unabhängig sozusagen von einer materialen Konkretion ist. Und das scheint mir auch bei History das Grundproblem zu sein. Er hat kein historisches Material. Er erzählt keine Geschichte. Wenn er das machte, wäre er klasse. Aber das hat er nicht. Und deshalb ist das auch für mich kein spielerisches Buch, sondern ein sehr grüblerisches, melancholisches, meditatives, das sich sehr stark mit den eigenen Denkfiguren sozusagen beschäftigt. Damit wäre ich sehr einverstanden. Okay. Mit dem Einverständnis wechsle ich auch ins Publikum. Darf ich jetzt auch noch eine Frage stellen? Oder nicht? Doch. Oh, nee, machen wir das Publikum. Doch, gerne. Nein, das können wir. Sicher? Ja. Sonst nehmen wir die gleich wieder auf. Dann bitte ich jetzt, genau, hier vorne in Weiß. Ja, danke für die beiden Vorträge, die sehr schön waren. Ich habe nur eine Frage an Herrn Sutzelüchti. Diese lyrische Soziologie von Abbott in den Gegensatz zur Narrativen zu stellen, wirft ziemlich große Probleme auf. Und ich glaube, man kann es an dem Krakauer ganz gut erläutern. Die Stärke Krakauers ist doch, wenn wir es nur auf einen Begriff bringen, die Metaphernstärke, mit der er uns Dinge nahe bringt und in ein anderes Licht rückt. Das wäre dann auch ein Merkmal dieser lyrischen Soziologie. Aber in dem Moment, in dem er sich so etwas wie sozialen Institutionen zuwendet, reicht die Metapher nicht aus. Und diese Reportage oder dieses Feuilleton über den Arbeitsnachweis belegt das ja ganz schön. Die Institution des Arbeitsnachweises versteht man nur, wenn man weiß, wie sie entstanden ist. Nämlich nicht als staatliche Einrichtung, sondern als zivilgesellschaftliche. Also heute wäre es eine WhatsApp-Gruppe derer, die Arbeit suchen und den gleichen Beruf ausüben. Aber das müsste man in die Geschichte hineinnehmen, wenn man den Arbeitsnachweis als Institution erklären will. Das macht er aber gerade nicht. Das genau tut er nicht, ja. Und insoweit ist diese lyrische Perspektive wahrscheinlich zu kurz gegriffen. Wie man es ja auch an dem von Ihnen im Titel verwendeten Konstruktionsfehler, also das Bild des Konstruktionsfehlers setzt ja geradezu automatisch voraus, dass ich den Konstruktionsplan habe. Wie soll ich Fehler erkennen, wenn ich den Plan nicht habe? Den Plan hat er aber nicht. Oder hat er ihn? Ich würde vielleicht gleich, weil da eine entschiedene Meldung hochging, einmal an Ethel Matalla das Mikro geben und dann dürft ihr auch reagieren und neu fragen, genau. Ja, ich muss die Maske erst einmal entbinden. Großen Dank für beide Vorträge. Ich habe mich tatsächlich entschieden gemeldet, weil diese Dichotomie von narrativ und lyrisch so ein Eigenleben entfaltet und ich mir nicht sicher bin, welchen Status sie hat. Deswegen wollte ich auf der einen Seite da noch einmal nachfragen. Mir ist nicht ganz klar geworden, ob es eine typologische
Differenz ist, mit der im Wesentlichen unterschiedliche Soziologentemperamente auseinandergehalten werden oder ob es stilistische Alternativen sind, zu denen ich mich verhalten kann, je nach der Wirkungsabsicht, die ich mit einem Text verhalte. Beides scheint mir eigentlich an dem krakauerschen Verfahren vorbeizugehen. Und warum das so ist, glaube ich, hat Inka in ihrem sehr dichten Vortrag ja auch beschrieben. Diese Metaphern sind nicht einfach literarische Einfälle, um ein Publikum zu unterhalten, sondern sie sind aus dem Material gewonnen und semiotisch gedeutet, um damit eben tatsächlich auch eine bestimmte anschauliche Erkenntnis zu gewinnen, die nicht begrifflich gefasst ist, aber aus der Konstellation der Bilder herausgetrieben wird. Und das ist, glaube ich, wichtig und scheint mir eigentlich so eine Differenzierung von lyrisch oder narrativ nicht recht zuzulassen. Also das wäre ein Einspruch. Ich lasse mich aber natürlich auch gerne davon überzeugen, dass diese heuristische Differenz aus soziologischer Perspektive etwas für sich hat. Ich würde die Gelegenheit gerne nutzen und eine andere Frage anschließen, die mir gekommen ist, jetzt auch im Parcours der verschiedenen Panel, die ja auch ganz unterschiedliche Dimensionen von Krakauers Werk thematisiert haben. Es ist jetzt, und ich glaube, das ist eine wichtige Weichenstellung auch für morgen, der Begriff der Öffentlichkeit, zumindest von Inka, sehr stark ins Feld geführt worden. Das war auch für mich ein wichtiger Zugang zu Krakauer, eines meiner zentralen Interessen. Der Punkt, wo sich tatsächlich seine Soziologie mit politischen Fragen verknüpft, stellt sich mir aber trotzdem die Frage, wie sich von da aus nochmal der Blick auf den Wirklichkeitsbegriff, der ja auch zu den Monumenten gehört, die sich so durch das Oeuvre ziehen, eigentlich verhält und wie das Medium im Singular, das im zweiten Panel heute im ersten Panel heute eine wichtige Rolle spielt, eigentlich zu der Pluralität von Medien verhält, die jetzt doch ins Spiel kamen. Kann man da Brücken schlagen oder sind das letztlich tatsächlich sehr unterschiedliche Blicke, Perspektiven auf ein Feld, das je nachdem, ob ich mit einem Wirklichkeitsbegriff operiere und dann medienanthropologisch, also auch vom Singular des Menschen spreche, oder ob ich mit einem Öffentlichkeitsbegriff operiere und dann natürlich auch ein Interesse an der sozialen Zusammensetzung dieser Öffentlichkeit habe und die Pluralität von Medien in den Blick nehmen muss, wie diese, über die diese Öffentlichkeit sich bildet, die dann letztlich in inkommensurable Richtungen führen. Dankeschön. Möchtet ihr darauf reagieren? Das war Frage und Einwand oder sozusagen eine Skepsis, jetzt in zwei Schritten gepaart. Ich glaube, zwei Fragen in eine ähnliche Richtung, ob man alleine mit einer lyrischen Soziologie zurechtkommt, ob man Krakauer damit richtig beschreibt. Also ich wollte nicht sagen, dass man bei Krakauer keine anderen Elemente findet als lyrische. Man findet auch narrative Elemente und das Lyrische bedeutet ja auch bei Abbott übrigens nicht, dass nicht auch sozusagen Narrative geschildert werden oder Erzählungen vorkommen in diesem Sinne, sondern das Narrative ist sozusagen so diese erklärende Soziologie, die eine Geschichte erläutert, wie man etwas erklärt und zwar quantitativ und qualitativ. Ne? Also zum Beispiel Ground Theory, wo es schon sowas gibt wie sozusagen Kausalzusammenhänge, durch jemanden, den man definiert, das wäre ganz klar auch eine narrative Soziologie. Ich finde nur Krakauer am stärksten oder spezifisch krakauerisch, finde ich eben, wo er diese verschiedenen Beobachtungen, die oft extrem weit auseinander liegen, ist ja überhaupt nicht selbstverständlich, das ist ja unheimlich findig und das wäre, glaube ich, in der gegenwärtigen Soziologie ungewöhnlich, so unterschiedliche Situationen aufzusuchen, um sozusagen derselben Fragestellung etwa dem Bewusstseinszustand der Angestellten nachzugehen. Das versteht sich überhaupt nicht von selbst. Und er legt diese Szenen aufeinander und spiegelt sie ineinander und daraus entsteht die Erkenntnis. Aber eben nicht in diesem Sinne der narrativen Soziologie. Insofern wäre das schon ein ganz anderer Erklärungs- oder Verstehensmodus. Nicht A erklärt B, sondern ist eher hermeneutisch, wie Sie es auch geschildert haben. Man legt so verschiedene Szenen, Bilder, dichte Metaphern eben übereinander und daraus entsteht dann schon sowas wie ein Gesamtbild der etwa Angestelltenkultur, aber eben nicht in diesem Sinne, dass man klar sagen könnte, A erklärt jetzt B oder und daraus folgt wiederum C und das sind sozusagen bestimmte Voraussetzungen. Nehmen wir mal als Beispiel, ein Name ist gestern schon gefallen, wie Robert Merton. Seine Anomie-Theorie wäre sozusagen ein klassischer Fall einer narrativen Soziologie,
Wir haben eine bestimmte Konstellation, wir haben einen anomischen Druck, nämlich dass alle Aufstieg erwarten, aber von der Sozialstruktur her ist das gar nicht möglich. Dann nennt das sozusagen intervenierende Bedingungen. Wir haben eine Kultur, in der Chancengleichheit sozusagen die Norm ist. Und dieser anomische Druck, quasi Aufstieg zu erwarten, ist aber nicht möglich, erzeugt bestimmte Anpassungsmuster an diesen anomischen Druck. Das wäre ganz klassisch narrative Soziologie. Aber sozusagen, was wovon genau abhängig ist, das macht doch Krakauer meines Erachtens nicht so richtig deutlich. Und es ist natürlich auch eine ganz andere Art der Darstellung. Und natürlich in diesem Darstellungsaspekt steckt natürlich ganz viel von Krakauers Stärken. Und diese Stärken würde er komplett aufgeben, wenn er jetzt in einem starken Sinne sozusagen einer narrativ erklärenden Soziologie folgen würde. Ich möchte ihn gar nicht sozusagen umerziehen oder so in dieser Art, sondern ich glaube, da kann man zumindest mit diesem Vorgehen nicht so wahnsinnig viel gewinnen. Und ich dachte einfach, es macht mal Sinn, sich das wirklich anzuschauen, wie er mit seinem Primärmaterial umgeht. Und das finde ich höchst faszinierend, mit wie wenig Stoff, auch das finde ich lyrisch, mit wie wenig Stoff, mit ganz wenig Material macht er unheimlich viel, mit sozusagen Hinweisen, Metaphern, dass er verschiedene Phänomene so übereinander lagert, also wie ein Gedicht und nicht wie eine ganz lange Erzählung, ein Roman, sondern mit wenigen sparsamen Mitteln zeigt er etwas auf. Auch das finde ich sozusagen das Lyrische an seinem Umgang mit dem empirischen Primärmaterial. Und dort finde ich ihn ganz stark. Also mir geht es natürlich wie Ethel, dass ich kann mit diesen Begriffen gar nichts anfangen in Bezug auf ihn. Also das ist irgendwie, ich finde es auch einen sehr schlichten Begriff von Narration zu sagen, Narration ist Kausalität. Also ich würde sagen, alle moderne Narration ist nicht kausal und Krakauer hat eine große Kontingenztoleranz und so und entfaltet natürlich in Narrationen Kontingenzen, er entfaltet sozusagen, also das ist irgendwie... Es fällt mir einfach schwer, sozusagen diese Begriffe auf diese Verfahren. Also wenn Sie sagen performative Kritik oder was Sie gesagt haben, er führt die Wirklichkeit vor, das fand ich einen sehr schönen Begriff. Ja? Also er überführt sie, indem er sie zeigt. Ja? Das finde ich, das hat mir sehr eingeleuchtet. Also ich glaube, sozusagen, was diese seine Konstruktionsweisen angeht, sind wir gar nicht auseinander, nur dass Sie das jetzt sozusagen narrativ versus lyrisch, das hat sich mir irgendwie nicht erschlossen. Ich wollte jetzt aber auf Ethels Frage vielleicht nochmal sagen, also ich glaube, dass es einen grundlegenden Unterschied gibt. Also das, was heute Morgen insbesondere Johannes gemacht hat mit dieser Medienanthropologie oder Antholinkser, das geht bei Krakauer, glaube ich, nur mit dem Film. Also das geht nicht mit Revuen, das geht nicht mit Rundfunk, das geht nicht mit Operetten, das geht nicht, das geht wirklich spezifisch filmisch, ja. Und es taucht, glaube ich, wirklich zum ersten Mal, das weiß vielleicht Gertrud besser, aber ich würde sagen, das taucht zum ersten Mal wirklich exemplarisch und groß auf in seiner Grune-Rezension, in der Rezension der Straße, in diesem Film von 1925. Das ist, glaube ich, so ein theoretischer Durchbruch für ihn. Und da hat er was begriffen, da hat er auch, glaube ich, begriffen, also diese völlig sinnfremden, opaken sozusagen Äußerlichkeiten, in die wir da hineingeschleudert werden. Und da, glaube ich, da beginnt das zu arbeiten, was du dann beschrieben hast. Und ich würde eben da sagen, das zieht sich so wie bestimmte Fragen von besonderem Allgemeinen, Mikro und Makro, Entmythologisierung, Naturalisierung, die eigene Exterritorialität nicht zu vergessen, das ist ein ganz wesentliches Motiv bei ihm, zieht sich das sozusagen familienähnlichkeitsmäßig durch. Ja? Also deshalb kann man immer wieder Bezüge feststellen, aber man kriegt auch kein Durchschnittsbild, also anders als bei den wo die Familienähnlichkeit herkommt, sondern wir müssen dann schon den Prozess sozusagen offen lassen. Ja. Also deshalb würde ich sagen, es geht für kein anderes Medium, es gilt nur für den Film und wahrscheinlich auch nur für den Stummfilm. Ne? Das ist ganz wesentlich, dass das sprachlos ist. Ja. Es gab da oben eine Meldung. Ich wollte noch eine Sache sagen zu diesen Institutionen. Ja. Nein, Krakauer ist kein Institutionssoziologe. Das ist er definitiv nicht. Aber was er beobachtet, sind sozusagen Prozesse, aktive Prozesse von Gesellschaftung. Also das sind unterschiedliche Gesellschaften. Aber ich meine, es gibt ja praktisch, ich würde, täte mich schwer, ein Oeuvre sozusagen zu nennen, das
zwischen 1930 und 33 für mich nochmal eine ganz starke Zeit von ihm, so sozusagen beschreibt, was da zerfällt. Ja? So beschreibt, was da zerfällt. Ja, ich habe ja einen Hang zu den radikalisierten Minimalismen. Deswegen hat mir das ganz gut gefallen, dieses Konzept der lyrischen Soziologie als ein Verfahren zu beschreiben, das weitgehend darüber läuft, eigentlich in der Logik der Bilder läuft. Also Bilder zeigen eben etwas, die sind sozusagen versteckt narrativ, also das Narrative muss man dann wieder in der Sprache erschließen, aber das Bild ist sozusagen erstmal, also man kann auch Szene sagen, da hat man noch beides drin, also das Handlungsmoment und das so quasi in ein Bild starren. Und das, finde ich, passt eigentlich sehr gut zu diesen von Ihnen beschriebenen Chicago-Miniaturen, die Street Corner Societies und so weiter. Das sind ja alles szenische Ausschnitte. Also man nimmt eine soziale Szene, wenn man so will, und beschreibt die wie ein Bild. Also ein Ekphrasis eigentlich. Und das fand ich bei Krakauer immer faszinierend, dass er das geschafft hat, diese Verdichtung, also diese wahnsinnige auch Informationsverdichtung, die Bilder natürlich eher haben als Texte, die linear ihre Informationen sozusagen entfalten. Und das finde ich mit dem Schichtmodell eigentlich gut beschrieben. Ich würde auch sozusagen es nicht zu weit in ein antinarratives Modell verkehren, weil natürlich auch die Bilder eine inhärente Narrativität haben, indem sie diese Ebenen genau wieder verknüpfen und auch in gewisser Weise ja Sehanleitungen für den Betrachter haben, sodass der Betrachter eigentlich doch zum Leser dieser Bilder wird. Und das ist ja eigentlich auch genau das Verfahren, was Krakauer im Ornament der Masse beschreibt, die Teilchen der Masse, die sich selber als Ornament nicht lesen können, weil sie aus ihrer Teilchensituation nicht rauskommen und deswegen sozusagen nicht in diese Position kommen von jemand, der das als Bild betrachten kann, also eine Außenposition einnimmt. Und ich finde, vielleicht kann man aus diesem Modell auch entwickeln, so einen Moment, was so kritische Soziologie ist, vielleicht jetzt auch einfach zu belastet. Nach 100 Jahren Soziologieentwicklung haben vielleicht Soziologen heute Schwierigkeiten, was vor 100 Jahren als Soziologie gemacht wurde, als Soziologie noch zu akzeptieren. Aber ich finde, es hat trotzdem irgendwie noch eine Präzision, die genau darin besteht, dass, und das bringt mich auf etwas, was Inka sehr betont hat, dass die Darstellung in der Sprache aufgeht. Das heißt, dieses völlige Ineinanderklappen von Gegenstand und Form. Und das ist natürlich, könnte man sagen, ist ja eigentlich ein Verfahren eines Beispiels, von Beispielen. Also es wird etwas erzählt in Beispielen. Jedes dieser Beispiele ist aber ein Paradigma. Und das Paradigma ist natürlich, also wenn man so will, der Kapitalismus. Es ist sozusagen, also was Sie in den Arbeitsnachweisen gezeigt haben, also dieser permanente Verweis darauf, dass sozusagen noch die Mauer des Vorderhauses die Grenze von Eigentumsverhältnissen aufzeigt. Also einen Index hat, einen sozialen Index hat. Und das finde ich irgendwie eine interessante Kombination, also diese Informationsverdichtung von Bildern, die eine ganz andere Indexikalität haben als die Sprache, zu verbinden mit dieser, sagen wir mal, mit dieser Konzeption des Paradigmas, wo das Paradigma ist natürlich dann die Wissenschaft. Also das kann man dann nicht mehr, das enthält sozusagen dann eben eine Theorie des Kapitalismus und wie der Kapitalismus über Eigentumsverhältnisse, soziale Verhältnisse und das Verhältnis des Einzelnen im Raum, in der Welt zu den Dingen und zu den anderen bestimmt. Also das finde ich, ich finde diese Krakauer Miniaturen im Grunde nach wie vor irgendwie sehr, sehr erhellend und vielleicht kann man das auch so lesen. Also was heißt es, eine Soziologie als ein Verfahren der Ekphrasis sozialer Szenen zu schreiben. Vielen Dank. Ich würde an euch beide nochmal abgeben, um darauf zu reagieren und aber auch die Frage von Ihnen an Ferdinand Sutterlüthi nochmal aufzunehmen. Und mit Blick auf die Uhr bitte ich euch aber, etwas kürzer zu sprechen.
Also ich, abgesehen davon, dass ich mit dem Begriff Lyrischen nichts anfangen kann, kann ich sozusagen, was Gertrud gesagt hat, ich würde es eher szenisch als bildhaft denken und vor allen Dingen verstehe ich nicht ganz, warum man sagt, sozusagen, also in Bildern etwas sagen, was man in Sprache nicht sagen kann, weil es sind alles Sprachbilder. Also er, das ist, glaube ich, wirklich, das finde ich übrigens auch, ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt von Andreas Hüssens über Metropolitan Miniatures, das finde ich einen wichtigen Gedanken, nicht, dass er das, dass Hüssens sagt, also ich glaube, auch dieser Begriff nicht allgemein verallgemeinerbar ist, aber dass er sagt, es geht wirklich sozusagen, es ist eine Medienkonkurrenz, also die Sprache sozusagen nimmt es mit den Bildmedien auf. Also deshalb würde ich sagen, hä? Ja, naja, es ist aber auch narrativ, es ist auch szenisch, also er verschränkt die Genres oder Darstellungsverfahren, es ist nicht nur bildhaft. Also zertrümmerte Fensterscheiben ist natürlich eine Szene, ist wirklich eine Szene der Öffentlichkeit, ja, aber da sind narrative Elemente drin, da sind szenische Elemente, sind bildhafte Elemente drin, also ich sehe da eher so ein also sozusagen Verfahrensmix als eins. Ja. Vielleicht noch eine ganz kurze Anmerkung dazu. Mir hat es natürlich gefallen, wie Sie das beschrieben haben, Frau Koch. Ich möchte vielleicht nur eine kleine Ergänzung machen. Ich glaube, dass diese Übereinanderschichtung von, ich nenne es mal, lyrischen Szenen, also ich weiß, dass für eine Literaturwissenschaftlerin diese Terminologie von Ebert wahrscheinlich sehr gewöhnungsbedürftig ist. Das kann ich Man sehr. Braucht sie auch das, nicht. Ja, das mag sein. Ja, da würde ich vielleicht sogar zustimmen. Ich glaube, man könnte es auch anders benennen. Aber ich glaube, dass dieser Versuch der Übereinanderschichtung unterschiedlicher Szenen schon auch der Versuch ist, sozusagen eine nicht-reduktionistische Soziologie zu machen. Mhm. Ne? Also sozusagen möglichst detailreich, möglichst viel Kontextinformation, der sozusagen wiederum den Rest beleuchtet, im Sinne dieser lyrischen Szenen, quasi eine Szene belichtet in gewissem Sinne die andere. Ne? Also nehmen wir auch diese Chicago-Szene, ne? Also die gutbürgerlichen Leute gehen sozusagen an diesem Gebiet vorbei ins Theater, während sozusagen das Excitement bei den Gangs vor Ort stattfindet. Ne? Also die Szenen ziehen sozusagen irgendwie aneinander vorbei. Und ich glaube, das Interessante ist, dass da haben wir sozusagen sozialstrukturelle Momente in diesen Szenen. Wir haben aber auch Handlung in diesen Szenen. Und das meine ich auch damit mit sozusagen ganze Handlungstheorie, Strukturtheorie steckt alles mit drin in diesen übereinander gelagerten Schichtungen. Und ich glaube, dass das der Versuch ist, sozusagen eine eben nicht reduktionistische Soziologie zu betreiben. Mhm. Vielleicht, ich will eigentlich auch nichts mehr fragen, ich wollte nur sagen, also was Sie beschrieben haben, dieser sekundäre Vergleich, also sozusagen gewissermaßen zwischen unterschiedlichsten Wirklichkeitsebenen sozusagen, und das ist natürlich ein Verfahren, das er an Simmel kritisiert hat, ne? Also den großen Simmel-Aufsatz, das kritisiert er, er sagt sozusagen, eine Analogie nach der anderen kommt hier, ja, grenzenlose Analogiebildung, also da ist sicher etwas, was er von Simmel übernommen hat. Ja? Was auch eine Schwäche, also das finde ich auch die Schwäche, man ja, weiß, ja, ich weiß oft nicht, ist es jetzt eine bloße Analogie oder ist es was anderes oder ist da mit mir verbunden, und das ist im Text oft, muss man salopp zu sagen, wischiwaschi, man weiß nicht ganz genau, was jetzt eigentlich, das meinte ich mit diesem Erklärungsansatz, was eigentlich genau wie womit zusammenhängt. Und das ist oft sehr suggestiv, ne? Und wo endet eigentlich das Material, das er präsentiert, und wo ist, wie er das Material präsentiert, schon sehr viel Interpretation und Krakauer und auch krakauische Terminologie mit dabei. Und das finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Er ist kein akademischer Soziologe, er ist ein ganz anderer Typus von Schriftsteller. Damit müssen wir irgendwie fertig werden, glaube ich. Das ist sozusagen das, was es so schwierig macht. Ja? Er ist ein anderer Typus von Autorschaft. Ja? Und damit, um damit dann auch wirklich weiterzumachen und fertig zu werden, reden wir in der nächsten Veranstaltung nochmal wirklich Hauptschwerpunkt. über Krakauer und die Soziologie, und zwar ab 18 Uhr in dem ersten Forum dieser Konferenz. Und ich freue mich, wenn wir Sie dann wieder begrüßen dürfen.